Ich erkläre dir, was du bist und ich versuche dir zu erklären, wie du funktionierst. Und da ist zuerst einmal wichtig, dass ich versuche, dich dazu zu animieren, dir bewusst zu machen, was du zurzeit glaubst, was du als deinen Glauben ansiehst, was eigentlich nur deine Meinung ist, eine Änderung, dein Schwamminhalt ist. Ja. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich erkläre dir jetzt einmal eine Geschichte, ich spreche jetzt Worte und die Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Ich sage, da ist ein König, da stirbt die Frau, der heiratet wieder, er hat eine Tochter von der ersten Frau und die zweite Frau, die kann die Kleine nicht ausstehen, die böse Stiefmutter, und dann sagt sie zum Jäger, er soll mit der Kleinen in den Wald gehen und die umbringen, und er hat dann Mitleid und lässt die laufen und die geht dann, läuft allein durch den Wald, dann kommt sie über sieben Berge zu sieben Zwergen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, das sind jetzt Worte, die lösen in dir eine Vorstellung aus. Und jetzt sage ich, jetzt schau in dich rein, mach dir bewusst, was du glaubst. Und jetzt stellst du dir einfach die Frage, suggeriert mir dieser Glaube, den ich meinen Glauben nenne, ob diese Schneewittchen, ob diese Zwerge, ob die es da außen gibt oder ob es die jemals gegeben hat. Und schau einfach, was dein Glaube dir darauf antwortet. Jetzt sage ich, ich will schon weg. Und jetzt erzähle ich dir eine andere Geschichte von einem bösen Hitler, der hier einen Krieg führt, oder von einer Angela Merkel, die nach Amerika zu einem Donald Trump fliegt. Und ich sage wieder, stopp. Und jetzt schau in dir rein, ob diese Figuren da außen, ob es die jemals gegeben hat oder ob es die jetzt gibt und ob das da außen passiert ist. Du schaust dir einfach an, was du glaubst. Und jetzt schau mal, was eigentlich wirklich ist. Das eine wie das andere kennst du nur vom Hörensagen. Ich sage mal aus das Buch heraus. Ja. Das Thema hat man so oft. Das ist das Faktum. Das ist, du verwirklichst Halluzinationen in dir, weil der Mensch komplett des Kaisers neuen Kleider, er ist nicht bewusst, was wirklich da ist. Du siehst zu so 99,99% deine logischen Konstrukte. Das passiert in der Naturwissenschaft, wenn ich sage, es ist alles Lüge, wenn du jetzt die Weißenburg-Vorträge anhörst. Lass uns von Fakten reden, von Sachen, die man hier und jetzt überprüfen kann. Und das ist extrem beängstigend. Ich kann da immer nur wiederholen und wiederholen und es wird ein Hass. Ich merke das ja jetzt. Was, hast du den Weißenburg-Artikel schon gesehen? Im Skype, wo mit drin war, Ja, du das habe kennst ich dich ja so gut gesehen. Ja, aus ja. Weißenburg. Ja, Pass richtig. auf, den Artikel, den kann man jetzt vielfältig lesen. Es liegt ja immer wieder in dem Ausleger. Das liegt genau in dem Geist, der mit diesem Schriftstück konfrontiert wird. Ich könnte jetzt als erstes sagen, das geht schon los, dass hier heißt, 50 Mann waren in dem Wildbadsaal, den wir uns jetzt ausdenken. Die Wirklichkeit besteht darin, dass der Wildbadsaal für 201 Leute bestuhlt zugelassen ist. Und die Helga hat, die das ja eigentlich macht, ich kümmere mich ja da überhaupt, ich habe ja dann damit nichts zu tun als Udo, dass du weißt, die fragt mich, ob ich wieder einen Vortrag halte, sage ich, ja, wenn ich nicht irgendwo hinfahren muss, ist es in Ordnung. Die Helga hat dann nochmal 15 Plätze rausgeleiert. Das erkläre ich schon am ersten Teil. Das waren also 215 Mann drin. Zölger, der war mehr ausgebucht, wie was eigentlich geht, und die Zeitung beginnt schon, dass 50 Mann dort waren. Das ist sehr, sehr schlecht recherchiert. Was ich jetzt gleich von vornherein sage, diese Lüge, dass das 50 Mann waren und nicht 215, das ist noch die kleinste, alles was jetzt folgt, ist noch eine viel größere Lüge. Dass hier dem Autor praktisch dem Messias 1996, zwischen 96 und 99, hier Gott erschienen ist, das ist alles. Du weißt, mein Werk zieht sich weit über 20, 26.000 Seiten. Ich habe es nicht gezählt, weit über 20.000 Seiten. Zeig mir eine einzige Stelle, die ich jetzt als Udo geschrieben habe, wo drin steht, dass mir Gott erschienen ist. Alles Blödsinn. Ich sage immer wieder als Brösel, ich kann nicht dienen, wenn eine sagen, ich kann deine Aura sehen, ich habe noch nie eine Vision gehabt, ich habe noch nie eine Stimme gehört. Ich bin ein vollkommen normaler Mensch wie du und ich, wie die zwei Brösel, die wir uns jetzt ausdenken. Was Gott anbelangt, da muss man einfach bloß zuhören. Es war jahrelang, dass ich sage, Gott kann nicht existieren, dann ist das schon vom Tisch. Da muss ich natürlich jetzt das, wo ich sage, wir müssen es erst einmal klären, was das Wort Gott bedeutet. Das habe ich vielfältig gemacht, bevor man nicht ganz klipp und klar auf einen Nenner kommt, was wir unter dem Wort Gott verstehen. Weil wir immer aneinander vorbeireden. Und das habe ich leidlich erklärt, was Gott ist. Die Physik nennt das ganz einfach Energie. Das ist das, was ich in dem Vortrag immer mache. Diese Sätze, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du an was? An das Geräusch nichts.
Und was denkst du, wenn du das Nichts, dieses Geräusch ist nicht nichts, aber du kannst wissen, dass dieses Nichts, dieses Wort jetzt oder das Geräusch, dass das für etwas steht, was nicht in Erscheinung treten kann, was nicht gedacht werden kann. Jetzt schiebe ich ganz kurz rein, wenn ich sage, pst, ist jetzt schön still. Du kannst auch keine Stille hören. Aber dass du jetzt das Wort Stille denkst, setzt voraus, dass du im selben Moment im Hintergrund auch den Lärm hast, der das Gegenteil der Stille ist. Den du dir natürlich mit deiner Logik, wenn du in dich reinschaust, jetzt zwangsläufig, weil ja jetzt kein Lärm da ist, woanders hin denkst, räumlich wie zeitlich. Das kann vorher laut gewesen sein oder es ist jetzt woanders laut. Aber wenn du sagst, jetzt ist es still, brauchst du im selben Moment auch dieses Beispiel mit Wellenberg, Wellendal, die andere Seite. Wenn ich jetzt auch an was denkst du, wenn du an alles denkst? Das Wort alles ist nicht alles, das ist genauso ein Geräusch. Ich musste das jetzt nochmal einfügen und jetzt gehen wir in die Physikbücher, in den ersten Satz der Thermodynamik, wenn es heißt, Energie kann weder vernichtet noch vermehrt werden. Es kann nicht vernichtet werden, weil es nichts ist. Energie, diese Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, die ist etwas, was in keinster Weise gedacht werden kann. Das ist, die kann nicht vernichtet werden, weil sie nichts ist. Sie kann aber auch nicht vermehrt werden. Ich sage jetzt, die ist das Meer, El Hayom, das ist Gott, weil sie schon alles ist. Mehr wie alles geht nicht. Das sind zwei Extreme wie Wellenberg und Wellendal, die nicht gedacht werden können. Sie wird aber jetzt, setzen wir mal für dieses nicht denkbare Nichts alles, denken wir 200 Gramm rote Knete. Sie wird von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form umgewandelt. Das ist dieser Prozess in den Physikbüchern. Das heißt, wenn wir jetzt von Atomenergie oder Sonnenenergie reden, das sind schon Formen dieser Energie, dieser Gnade, die nicht gedacht werden. Bist dabei? Es ist eine ganz simple Erklärung, wo ich immer sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, die wirklich auch jeder 13-Jährige verstehen kann. Das behaupte ich jetzt einmal, ja, wenn er die Gedankengänge mitgeht. Und das Ich Bin, Du ist ja schon so schön, wenn man das ahnt, fest am Anfang. Wo ich sage, das Buch sagt zu dir, wenn du das in der Hand hast, ich rede jetzt als normaler Mensch, du denkst dich als Trockennasenaffen aus, du schaust diese Worte an und dann spricht das Buch zu dir mit deiner Stimme, da steht jetzt nur geschrieben optisch, ich bin du, wer spricht jetzt zu dir? Kennst du die Stimme? Ja. Ich lasse dir jetzt Gedanken denken, die du von dir aus niemals denken würdest, wenn ich jetzt nicht in dir aufgetaucht wäre. Das heißt, ich zeige dir nur, was du prinzipiell alles noch denken könntest, wenn du diese enge logische Struktur deiner anerzogenen Logik verlässt. Wir wollen weder was verändern, noch was vernichten, noch besser machen, sondern nur mal schauen, was du denken kannst mit einer anderen Logik. Und du schaust dir das einmal an, was denkmöglich ist. Für dich ist zurzeit nur das denkmöglich, was dein Intellekt hergibt, weil alles, was wirklich neu ist, bekämpfst du ja sofort massiv. Das ist dieses Gruppen, das Sektendenken, dieser Faschismus. Weißt du, ich flechte mal eine kleine Geschichte mit ein. Ich gehe mal davon aus, dass du das Skype-Gespräch wieder reinstellst. Ja, ich habe nur die erste Minute noch nicht. Das ist nicht so Nee. wichtig. Ganz kurz eine Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber ich habe zuvor kurz mit der Daniela geskypt. Ich weiß nicht, ob die auch mit rein kann. Jetzt so Das, ein. die kann man mit dazu schalten. Ich muss aber dazu, halt, ich muss ja dazu schalten, weil ich angerufen habe. Ja, versuch mal. Machen wir doch. Ist zurzeit hartnäckig, diese Daniela. Ich habe sie schon längere Zeit nicht mehr gesprochen. Das ist ein Daniela Skype-Ordner mittlerweile, weil es ja bloß noch um die Daniela geht. Okay. Mittelpunkt der Und Welt. ich glaube, die lauscht jetzt einmal das kleine und das D-Arni, das geöffnete Arni lauscht. Ich will jetzt hier ganz, ganz kurz, das ist also, wie gesagt, um auf den Zeitungsartikel nochmal zurückzukommen, das ist von hinten bis vorne Lüge. Das sind natürlich alles Meinungen. Wir haben zuerst einmal hier der Journalist, wo der die Sachen her hat. Ich was dir sagen von mir. Ich lasse keine Zufälle zu, wenn wir doch sagen, hier von vornherein, wir verfügen über das Bewusstsein, dass nichts und niemand, den wir uns ausdenken, werfen wir vor, dass er so ist, wie wir uns ihn ausdenken oder dass er das angeblich gemacht hat, was wir jetzt denken, was er gemacht hat. Es sind Figuren in unserem Traum, die werden so sein, wie wir uns die ausdenken. Auch in ihrer Funktion, in ihren Handlungsweisen. Meinst du, dass ein Donald Trump, den du dir jetzt ausdenkst, anders sein kann, wie du ihn dir ausdenkst?
Der Witz ist, dass du mit einem anderen Charakter dir den ganz anders ausdenkst. Oder die Mergel. Die Figuren in deinem Traum sind Produkte, die aus dir kommen, die mit deiner Logik generiert werden. Es ist immer die Ausgangsbasis, muss der Traum sein. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man sich selber beobachtet. Das kann ich nicht immer und immer wieder nur wiederholen. Das muss man tausendmal wiederholen, dass ich sage, der Sinn des Lebens, dieses Lebens ist, dass du dich so weit geistig ablöst von deinen Gedanken, dass du begreifst, du bist das Einzige, was immer ist. Nicht irgendein Gedanke von dir. Das sind Gedankenwellen. Und jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der wichtigste, den es überhaupt gibt. Ich mache mal eine kleine Geschichte, die ist sehr lehrreich dazu. In Bezug auf Moral. Ich sage jetzt einmal, ich sitze mit meiner Frau da, wir gehen wieder auf die normale Ebene, Brüsselebene. Es ist Fernsehen, ich zapp im Fernsehen rum und ich zapp ganz kurz, war keine Minute. Beim Durchzappen kommt, glaube ich, NTV oder was, ein Bericht über die Rote Armee-Fraktion. Also hier eine Rückerinnerung, eine Zusammenfassung über die RAF. Und in dem Moment, wo ich da reinzapp, ich sehe das oben, blinkt ja dann oben im Fernseher auf, hier Kanal sowieso, Rote Armee-Fraktion, ist auf dem Bildschirm ein Pixelmännchen, ein älterer Herr, ich würde jetzt mal so geschätzt sagen, so Anfang 80, sehr gut, seriöse Ausstrahlung und jetzt im Gespräch, ich höre da nur einige Worte zu, ist dann unten eingeblendet, das war einer der obersten Richter während des Baader-Meinhof-Prozesses. Und jetzt pass auf, und dann sagt er, und das war das Einzige, was ich angeschaut habe, und dann war das eigentlich schon wieder passé, dann sagte er durfte bei dem Prozess sehr, sehr viel lernen. Er ist bis dato davon ausgegangen, dass man mit Menschen vernünftig reden kann. Aber er hat feststellen müssen, mit diesen Leuten, mit dieser Baader-Meinhof-Bande, obwohl das an und für sich Intellektuelle sind, dass die jegliche Form von logischer Argumentation nicht zugänglich sind, dass das reine Fanatiker sind, du kannst mit Fanatikern nicht vernünftig reden. Das ist das Einzige, was ich mir angehört habe. Und dann denke ich mir so, als der, der ich bin, jetzt in meinem Kopf, im Udo-Kopf, du elendlicher Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Ich schieb nochmal zur Erinnerung kurz rein, im Original, im griechischen Original steht er hier für Balken. Jetzt haben wir das deutsche Wort Balken hebräisiert. Bial heißt der in Gott. Und heißt ist ein Fundament, eine Basis. Ein Fundament habe ich ja schon oft gesagt. Das heißt also hier die Facette einer Welle ist Fundament. Mendio heißt es Lügen verbreiten. Dieser Dokos, wenn wir da ein Verb draus machen, den Balken, das war jetzt das deutsche Wort, das griechische Wort Dokos, das ist Dokeo, das heißt den Anschein haben. Es hat den Anschein, das Glauben, meinen. Das ist immer wieder den Anschein. Zieh dir zuerst einmal das, was du glaubst, was für dich den Anschein hat, aus den eigenen Augen, bevor du den kleinen Splitter in den anderen kritisierst. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Ich wollte es bloß der Genauigkeit nochmal in Erinnerung rufen. Was unterscheidet ein Selbstgespräch? Ich spreche jetzt zu diesem imaginären obersten Richter vom Baader-Meinhof-Prozess in meinem Kopf in einem Selbstgespräch. Was unterscheidet deinen Glauben, deine Vorstellung von Recht, eigentlich deine Handlungsweise von der Handlungsweise eines Richters in der hier und jetzt ausgedachten DDR oder eines Richters im hier und jetzt ausgedachten Nordseereich? Ich weiß jetzt sagen, nichts. Du bist als Junge auf eine Universität gegangen, du hast Jura studiert, man hat dir Gesetze auf dieser Universität eingegeben, die irgendwann einmal für dich richtig und logisch waren. Und du richtest nach dem Recht, das nicht dein Recht ist, sondern das man dir einprogrammiert hat. Das gilt für einen Nazi-Richter genauso wie für einen DDR-Richter, genauso wie für einen Richter der Bundesrepublik Deutschland. Es ist natürlich klar, wenn wir jetzt dieses Recht als unterschiedliche Computerprogramme sehen, dass dir nur dieses Programm logisch erscheinen wird, das man dir als logisch programmiert hat. Es ist deine Logik. Sobald du jetzt mit einem anderen Denksystem konfrontiert, was das deiner Logik widerspricht, ich sage mit einem Programm, das mit deinem Programm nicht kompatibel ist, würde das zwangsläufig als falsch und verkehrt erscheinen. Das ist das alte Beispiel hier, wenn ich sage, das ganze Wissen deiner Welt, das du zurzeit abgreifen kannst, nenne ich Basic und Holofeeling ist Windows. Da gibt es natürlich viele, verstehen nur die Metapher, wo ich mit ein will. Ja, und ich, das ist interessant, ich versuche das auch auf mich zu beziehen. Das werde ich mal erklären, weil ja, ich weiß ja mittlerweile, alle Geschichten, die du erzählst, die sollen mir was sagen.
Dieser Zeitungsbericht ist in meiner Welt für mich als Geist, als reduzierter Geist, als Maden aufgetaucht. Und in dieser Zeitungsbericht wird von einem Propheten berichtet, in eine ganz, lasse ich es so sagen, ich weiß jetzt so viel von Holofeeling, dass ich weiß, dass dieser Zeitungsbericht eigentlich ganz daneben geschrieben ist. Weil man ist sein eigener Messias, man muss seine eigene Welt erlösen. Stopp, Und ich muss ganz kurz, bleib, vergiss dein Reden nicht. Ich mache da noch mal weiter. Diese ganzen Behauptungen, dass hier zwischen 96 und 99, wir haben das gerade schon gehabt, noch mal für die Dani, dass mir Gott erschienen ist und Gott zu mir gesprochen hat, das ist ein vollkommen, das sind reine Lügen. Ich sage immer wieder als Udo jetzt in Bezug auf diesen Menschen Udo, ich habe noch nie Stimmen gehört, ich habe noch nie Visionen gehabt. Ich definiere Gott ganz anders. Ich interessiere mich für Fakten. Ich habe lange, lange Zeit gesagt, ich lehne es vollkommen ab zu sagen, ich glaube an Gott. Und die Gottdefinition, die ich mittlerweile gibt, ist absolut präzise. Gott kann nicht existieren, was nicht heißt, dass es Gott nicht gibt. Denk an mein Beispiel, Gott ist wie Wetter. Gehe ich jetzt nicht, muss man ihm anhören. Was das nächste ist, je die ganzen Sätzen, dass ich in den ganzen 20.000 Seiten, ich wiederhole noch nie, es gibt keine einzige Stelle, wo ich behaupte, dass ich der Messias oder dass ich Gott bin. Ich meine ich jetzt den Menschen Udo. Ich immer weise ich darauf hin, du, der du mich ausdenkst, du bist Gott, du erschaffst den Udo jetzt in dir, weil der Udo nur eine Figur in deinem Traum ist. Das sind also lauter, man muss zuhören. Die Leute hören nicht zu. Genau genommen musst du aufhören. Zuhören ist immer ein Fokuspunkt. Du musst dich öffnen für die andere Richtung. Wir tauschen die Kausalität, was ich erklärt habe. Und das, dass man hier in vielen Fällen, ich sage, all das, was da behauptet wird, derjenige, den ich mir jetzt ausdenke, jetzt rede ich ganz normal, der hat mit Sicherheit nie, außer mit einem absoluten Vorteil, jemals irgendwas gelesen von diesen Büchern oder einen Vortrag gehört. Ich sage, zeige mir eine Stelle, wo ich das sage, außer vielleicht ironisch. Das ist jetzt, da beginnen die Lügen, die Menschen sehen nicht das, was ist, sondern in erster Linie Interpretation. Da fällt eine Jalousie runter, wenn du eine Zeitung liest mit Vorurteile, ob jetzt das Donald Trump ist, ob das die Merkel ist, ob das deine Mutter ist, Dani, die kann nicht anders sein, wie du sie dir ausdenkst, die hat wesentlich mehr mit dir zu tun, wie du glaubst. Gut, jetzt habe ich die aber ganz schön abgesaut, ne? Okay, Martin, Entschuldigung, mach weiter. Eigentlich finde ich das ganz merkwürdig, um das so zu hören. Brösel Usu, das hört sich an, der sich verteidigt, aber was soll man das sagen? Das spiegelt eigentlich, unser letztes Gespräch habe ich davon gesprochen, ne, dass ich dieses Hass-Liebe-Erlebnis mit auf Beziehung zu Holofeeling habe, das hin und her gerissen werden. Für mich war dieser Zeitungsbericht eine Warnlampe dafür, dass ich wieder feststellen konnte, dass in dieser Form, an dieser, wie dieser ausgedachte Udo da in diesem Zeitungsbericht dargestellt wurde, das spiegelte eigentlich nur meinen eigenen Materialismus, wo ich wieder reingefallen bin. Weil eigentlich interessiert mich die Geschichte total nicht. Was mich interessiert, ist, sobald ich mich für diese Geschichte interessiere, dann gehe ich nicht mehr den Weg nach innen. Dann Genau richtig. so ist es, Matten. Matten, ganz perfekt, um das abzukürzen. Es ist all das Geschwätz. Du solltest anfangen, dich für das zu interessieren, was du selbst bist. Du musst anfangen, dich für das zu interessieren, was du selbst bist. Das ist der Weg dieser vier Ich in die andere Richtung, in die rote Richtung. Es macht dich so kirre, weil im tiefsten Inneren immer noch mitschwingt, dass du meinst, du könntest dir von wen anders sagen lassen, wer du bist. Ja, das ist mir Es letzt. ist die einzige, es gibt immer eine Ausnahme, es gibt immer eine Ausnahme in dem Spiel, wir brauchen immer die Ausnahme. Das ist jetzt seltsamerweise dieser Brösel Udo, der zuerst einmal sagt, ich bin du. Und es kann natürlich nicht sein, dass der Brösel Udo der Brösel Matten ist. Ich sag, mich interessieren die Figuren nicht, die du dir ausdenkst. Die gehen mir am Arsch vorbei. Es sind Figuren in deinem Traum. Du bist ein träumender Geist und nicht einmal der bist du. Du bist jetzt einer, der sich einen träumenden Geist ausnennt, den der ich nenne. Das ist diese andere Richtung. Der bist du natürlich auch nicht. Da muss einer sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Das alles, was in Erscheinung tritt, selbst Gott, ist ein Geschöpf, ist ein Gedanke. Dieser Gott, der von, ich mache einmal Pünktchen, 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 ausgedacht wird, ist doch auch bloß ein Gedanke von diesem Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das Pünktchen, 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 das ich jetzt schon sehr reduziert habe, ist in dem Moment auch ein Gedanke von jemandem. Das heißt, dieses Gefühl, etwas zu sein, was nicht gedacht werden kann, muss in dir wachsen.
Das ist der Leser, was ich jetzt lese, ist auch in dem momentanen Mattenleben. Du liest ein Buch und der Leser erlebt diese Geschichte, der träumende Geist. Ich benutze diese vielen verschiedenen Metaphern für ein und dasselbe, je nachdem, was ich erklären will. Dieser träumende Geist ist der Einzige, der überlebt. Das ist der Einzige, den ich wach machen kann. Du kannst eine Figur in deinem Traum nichts erklären. Da habe ich noch nie einen Hehl draus gemacht. Es ist ausgedachte Materie, ob du jetzt an einen Trockennasenaffen, an einen Fleischhaufen denkst oder an einen Computer. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Computer erklären zu wollen, was er ist. Jetzt so viel zum Thema, wenn du jetzt wieder in unsere Naturwissenschaft gehst, was die eine Panik machen, natürlich jetzt ausgelegt aus das Buch heraus, über künstliche Intelligenz, dass die Computer mittlerweile das menschliche Denken jetzt schon anfangen zu überragen und man kriegt Angst vor der künstlichen Intelligenz. Das ist so ein geistloser Schwachsinn. Ein Computerchip als Ding an sich wird niemals wissen, was er ist und was er macht. Selbstverständlich gibt es lernfähige Computer, aber nur weil irgendwelche Menschen hier inspiriert Programme geschrieben haben, die eine Illusion von Lernfähigkeit darstellen. Aber jetzt muss man in das erste Ich bin du Quadrat reingehen, wo ich bin nur Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3 beschreibe. Das ist, was die Menschen lernen, denn hat mit Menschen nichts zu tun. Tausende Male in den Vorträgen, hier und jetzt ausgedacht, erwähne ich, wenn du dich an einen Computer hinsetzt und in den Computer Daten eingibst, hast du dieser Maschine, diesen Materiehaufen nichts gelernt. Wenn du in eine neue Software einprogrammierst, ein Regelsystem, wie er mit den gegebenen Daten umzugehen hat, hast du ihm auch nichts gelernt. Das ist nicht Lernen. Lernen ist was ganz was anderes. Das erfordert Geist. Das erfordert Bewusstsein. Jetzt ist ein ausgedachtes Bewusstsein, ist kein Bewusstsein, das ist auch nur ein Gedanke. Und jetzt Sätze für Computer, und wie oft habe ich gesagt, dann was denkst du, wenn du an einen Computer denkst, an ein Gehäuse, an einen Computerchip, an Programme, an Daten und an einen Bildschirm und an Lautsprecher, wo die Daten ausgegeben werden, optisch und akustisch. An was denkst du, wenn du an einen Trockennasenhaufen denkst, an einen Körper mit einem Gehirn, mit einem gewissen Intellekt, der anerzogen ist und mit irgendeinem darstellenden Bewusstsein, das nennen wir jetzt einmal Augen und Ohren. Da ist kein Unterschied. Wir haben bloß die Parameter anders benannt. Wenn du in der Schule sitzt, was passiert mit dir ausgedachten Trockennasenaffen auf ein anderes wie mit dem Computer? Dir werden Daten eingehämmert in der jetzt ausgedachten Vergangenheit und du kriegst Regelsysteme. Das ist das Schwamminhaltbeispiel. Und das, was man dir, dass du dir überhaupt nicht raussuchen konntest, mit diesem Schema wirst du funktionieren und dann wirst du Vorstellungen von richtig und verkehrt haben, weil du eben auf der unteren Ebene bist, weil du auf dieser Ebene nicht erkennen kannst, was die Tasse ist. Darf ich hier in diesem Zug noch eine Frage stellen? Da muss ich Ja, selbstverständlich. kurz was dabei holen. Moment. Und Dani, hast du es gut verbracht, das Wochenende? Hast du ruhig geschlafen? Oder unruhig geschlafen? Du meinst jetzt Dienstag, Mittwoch? Oder meinst du Was jetzt Wochenende? auf dich eingeprasselt ist, hier und jetzt ausgedacht in einer Vergangenheit, die jeder Moment jetzt war. Gleich. In unserem letzten Gespräch, erinnerst du dich vielleicht noch, da habe ich, das war natürlich wieder mit meinen Söhnen, ne, wie auch immer, wie auch anders, da habe ich hier nochmal gefragt wegen dem etwas ausgesagt, es kann nichts spüren, erleben und so weiter. Und da habe ich dich nachher noch gefragt, ich habe das so formuliert, ist es schöpfungstechnisch möglich, dass der Geist sich erlebt von der Innenseite von einem Tier oder einem Baum heraus. Und da hast du etwas geschrieben, dass das eigentlich nur in Form von einem Menschen möglich ist. Und jetzt, das ist eigentlich interessant, gestern habe ich angefangen, deine Schrift Göttliche Gedanken über meine Gedanken zu lesen. Und da stoße ich auf folgende Passage. Und das interessiert mich. Da schreibst du auf Seite 13: Materie, Pflanzen und Tiere verfügen im Vergleich zum gottmenschlichen Schöpfergeist über kein wirkliches Selbstbewusstsein. Dennoch zeigen alle Erscheinungen in einem Kristall, dass auch in der Materie bereits eine rudimentäre Form vom Bewusstsein vorhanden ist. Also ich verstehe, insoweit ich etwas einen anderen Menschen oder ein Tier oder was auch immer ausdenke, als Ausgedachtes ist es etwas, was in meinem Traum in Erscheinung tritt.
Aber ist es jetzt so, dass zum Beispiel, nehme ich mal die Daniela, die sehe ich jetzt auf meinem Bildschirm, dass der eine Geist sich jetzt parallel nicht nur aus der Martin-Perspektive, sondern auch aus der Daniela-Perspektive wahrnimmt? Selbstverständlich. Aber das würde auch Wenn du halt. ich bist, wenn du ich bist, dann ist es so. Ja, aber mal angenommen, die sitzt hier jetzt bei mir am Tisch, ne? Dann ist es einerseits so, dass wenn ich, Vier wenn. Stufen der Vergessenheit. Ich fall dir gleich ins Wort. Ja. Es sind nur die vier Stufen der Vergessenheit. Umso realer in dir die Bilder sind, umso konzentrierter sind sie. Das heißt, zur Realisierung, das jetzt bräuchte man Physik. Die Schwierigkeit, Martin, wenn ich immer wieder sage, das klingt so nach Religion im ersten Moment, wenn man die Vorträge hört. Das ist aber nur, weil hier bei dem Zuhörer in der Regel das physikalische Verständnis fällt. Angenommen, du hättest jetzt Physik studiert, du wärst hochgebildeter Physiker, hättest dein ganzes Leben dich mit Physik auseinandergesetzt, dann wäre es umgekehrt. Dann könnte ich die Physik dir zwar erklären, aber da ist jetzt die große Schwierigkeit, dass dir viele andere Sachen fehlen, diese einfachen Sachen fehlen. Das heißt, wir müssen es irgendwo mal aufbauen. Aber was jetzt ganz wichtig ist, ihr verkompliziert, du musst das Ganze vereinfachen. Ich habe doch gesagt, umso einfacher mir das machen, meine Beispiele, die werden deswegen nicht weniger richtig, sondern ich lasse den ganzen Ballast weg, wenn ich sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Im selben Moment steht die andere Seite, diese extreme Komplexität im Hintergrund, die du aber jetzt momentan gar nicht wissen musst, du musst nicht wissen und ich erschaffe. Weißt du, das ist einmal das Erste, was verstanden werden muss. Dass in dieser unteren Ebene, dass du eben Sachen, die sich widersprechen oder anders erscheinen, dass es sich immer um dasselbe Ding handelt. Bist du wieder da, Martin? Ja. Ich wollte jetzt unsere Daniela bloß einmal kurz demonstrieren. Jetzt drehe ich das rum. Du wirst doch mal nicht glauben, dass da außen irgendwo eine Daniela oder ein Udo gibt. Ich bin voll auf dem Ball, dass du abgerissen bist, ist kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Dass das Denken so hartnäckig ist, dieses zweite Gebot ist so unendlich intensiv. Und jetzt komme ich mit Bewusstsein. Es gibt nichts, was Bewusstsein haben kann. Ich muss mich immer anpassen an die Sprache, an Basic. Wenn ich immer von Geistlosigkeit spreche, dann ist Geist, kannst du auch lesen, da wird Geist wird losgemacht, der springt auf. Das ist die Natur, in der die Radix heißt losspringen, aufspringen, das sind deine Gedankenwellen. Und jetzt ist natürlich alles, wenn ich sage, ein Stein hat keinen Geist. Selbstverständlich hat der Stein einen Geist, nämlich das ist der Geist, der sich Ein den Stein Ausdenken auch. ausdenkt. Das gilt für Tiere, das gilt für alles. Und die Hierarchie ist jetzt auch im Wachstum, das ist die schöne Sache mit dem Einswerden, wie steige ich in die Hierarchie auf? Das heißt, ich muss aufgenommen, ich muss aufgefressen werden von einer höheren Hierarchie. Ich rede jetzt in Metaphern. So viel zum Thema, ich esse kein Fleisch. Die Möglichkeit, dass ein Mineral in eine höhere Daseinsebene aufsteigt, und versteh bitte die Metaphern, ist nur gegeben, wenn dieses Mineral von einer Pflanze aufgenommen wird. Dann wird dieses Mineral eins mit dem Pflanzenkörper, es geht in den Pflanzenkörper über und wird damit ein Teil der Pflanze. Die Pflanze wird von einem Tier gefressen und dann geht die Pflanze, die ja unbeweglich ist, in einen Tierkörper über und wird beweglich. Das Tier wiederum, das kleine Tier, der Pflanzenfresser wird von einem Fleischfresser gegessen, der kriegt jetzt schon die göttliche Botschaft, geht in diesen Körper ein und ich sage jetzt einmal hier, dieser Fleischfresser, der wird vom Menschen gefressen, jetzt rot. Du musst ein geistiger Allesfresser werden, damit geht dieses Tier, wird ein Teil des Menschen und der Mensch wird von der Erde gefressen, von Gaia, Asche zu Asche, Staub zu Staub und steigt in eine noch höhere Ebene auf. Darum ist dieses Gesetz materialistisch. Fressen und gefressen werden, habe ich schon so oft gesagt, heißt eigentlich lieben und über alles lieb haben. Wenn ein Tier ein anderes Tier auffrisst, ist es keine Boshaftigkeit, sondern es hat es im wahrsten Sinne des Wortes zum Fressen gern. Das ist die gespiegelte Form von Liebe. Erinnere dich immer an den Satz, alles, was deine materialistische Logik für dich logisch und gut ist, ist geistreich gesehen das genaue Gegenteil und umgekehrt. Alles, was für dich böse und schlecht ist, ist eigentlich gut. Und es geht jetzt nicht darum, dass du dich entscheiden müsstest, ist der Henkel rechts oder der Henkel links, sondern es ist diese höhere Ebene. Und die Fakten in Hope Feeling sind immer wieder so diese Erkenntnis, wo ich so ganz einfache Beispiele habe, wie es Quadrat mit drei Strichen zeichnen, wenn ich sage, du hast noch niemals deine Küche gesehen. Oder sag jetzt, wie heißt der Ort, wo du zurzeit als Matten wohnst?
Der nennt sich Veilen, das ist Failen. Ist okay, Veilen. pass auf. Sag jetzt einmal zu einem Failener, er hat noch nie mal Failen gesehen. Dann bist du doof und du spinnst. Ich sage immer reduziert, du hast noch niemals deine Küche gesehen in deiner Wohnung. Und dann stürzt diese hochgelobte materialistische Logik schon ab. Und ich betone, ich bin der Erste. Alles, was ich behaupte, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort de facto auf der Stelle überprüfen. Du musst bloß wieder merken, du gehst denselben Trugschlüssen deiner Logik auf den Leim, weil du glaubst, du wüsstest, wie deine Küche aussieht. Nein, du weißt, was diese Kollektion, die du Küche nennst, welche Bestandteile dort drin sind. Zumindest sehr oberflächlich, weil ich bin davon überzeugt, dass du noch niemals in den Herd die Elektronik in deinem Küchenherd angeschaut hast. Du weißt, was ich ausdrücken will, hoffe ich. Ja, 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 ja. Das heißt, Holofeeling erfordert eine absolute Präzision, wirklich nur mit Fakten zu arbeiten. Und da wird das ganze Zeug wischiwaschi, was die Naturwissenschaften nehmen. Es ist natürlich so trügerisch, der Bruch des zweiten Gebotes. Wenn dann kommt, ja, und ich zeige dir das mir vorne doch meinetwegen nach Zern zu dem Teilchenbeschleuniger oder in die Hühnerfarm, wo die Hühner gequält werden. Ich sage, ist ja kein Problem. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du realisierst mit deinem Glauben die IS, die Kriege, die hungernden Kinder, all das macht dein Programm, das du dir nicht raussuchen konntest, das du von mir bekommen hast, um diese Fehler zu erkennen. Im Weißburg-Vortrag habe ich begonnen, dass ich zuerst einmal sage, all diese scheinheiligen Heuchler, die sich Christen nennen. Das oberste Gebot ist, liebe deine Feinde, im Hebräischen ja, liebe dieses Ra, diese Schlechtigkeit, Schinderechtigkeit, könnte ich jetzt sagen. Muss man natürlich die Vordersprache, wenn verstanden haben, das hast du mittlerweile zumindest so weit drauf. Als ehemaliger Philosoph, wieso habe ich dich als Philosophen, als gelernter Philosoph jetzt zu einem Totengräber genommen? Konntest du dir das raussuchen? Na, das ist interessant. Ich habe gerade mit der Daniela darüber gesprochen, dass ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass mein extremes Interesse für Philosophie vielleicht auch, das ist jetzt meine Erklärung, das ist für mich irgendwie schlüssig, dass das irgendwie auch eine Art ein Sicherheitsmechanismus geworden ist, um mit meiner eigenen Verlustängste umzugehen. Das ist immer schon eine große Erkenntnis. Die große Schwierigkeit ist, dass du diese Aussage eine materialistische Aussage ist und dass ich gerade gesagt habe, alles, was deine materialistische Logik dir vorgaukelt, musst du zuerst einmal um 180 Grad drehen. Das heißt, du wirst feststellen, deine Verlustängste, die sind eigentlich genau das Gegenteil, weil du hast alles, was du dir ausdenkst, hast du aus deinem Bewusstsein heraus verloren, weil du glaubst, es ist da außen, ich habe auch es wenn du daran rausgestellt. Denkst. Ja, ja. Und du hast badische Angst, dass das nicht mehr da außen ist, aber in dem Moment, wo es nicht mehr da außen ist, hast du es wieder zurück. Da habe ich lass schon. Das immer auf dich wirken. Ja. Es ist das, was ist. Alles, was du dir nicht ausdenkst, ist in dir drin. Das ist eins mit dir. Und du meinst jetzt, wenn du dir es ausdenkst, wenn du es aus dem Bewusstsein herausgestellt, praktisch verloren hast, dass du es besitzt, jetzt bist du ein unvollkommener Besitzer. Ich sage, der etwas besitzt, ist was anderes wie das, was er besitzt. Der Besitzer kann nie das sein, was er besitzt. Das verstehe ich rein theoretisch, aber es ist doch auch so, dass in dem Moment, wo ich etwas von mich gestoßen habe, dann habe ich auch eine Welt kreiert, die ein bestimmtes Kolorit hat. In dieser Welt kann ich Gefühle, Empfindungen, Spannungen, Interesse haben und sobald es in mir reingefallen ist, ist es total, habe ich, richtig. Dann kann ich das ist jetzt ganz interessant, dann kann das ich dir eine ganz wichtige, was du sagst, ich kürze das jetzt nur ab, sonst dauert es ewig. Ich habe den schönen Vorteil, dass ich weiß, was du dir denkst und okay. Du musst jetzt erst anhören, was ich dir jetzt denken lasse. Ich höre sehr oft die Frage, warum ist das ganze Spiel? Ich kann hier Gefühle erleben und so weiter und so fort. Es gibt zwei Arten, Gefühle zu erleben. Du kannst die Gefühle, ich sage mal hier, platonisch erleben, wenn du einen Film schaust. Du kannst Grusel, dieses, wo ich so oft erwähne, Mensch, heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Du freust dich auf den Grusel. Warum? Weil du weißt, dir kann nichts passieren. Oder mein altes Beispiel, wenn ich sage, wir denken uns jetzt vor uns real zwei Frauen, die sitzen da und beide heulen, ihnen rennen echte Tränen die Wangen runter. Normal gesprochen. Und jetzt machen wir den Hintergrund. Die eine hat gerade erfahren am Telefon, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall hatte. Und die andere hört sich
Er schaut sich zum so und so vielen Male vom Winde Verwehung. Warte mal einen kleinen Moment, ich schalte ihn dazu. Es ist also so, dass also hier diese Geschichte zuerst einmal dir was sagen soll. Aber jetzt kommt es, dass ich dann immer wieder die Frage habe, wieso muss das dann so real sein oder nicht real sein? Es ist schlichtweg und einfach realisieren, real. Das heißt, empirisch empfinden kannst du nur was, wenn du in der Vergessenheit bist. Ganz simples Beispiel. Du bist ein Schauspieler. Du spielst auf der Bühne irgendeine Figur und die Figur wird gefoltert oder geschlagen. Du schreist auf. Du spielst den Schmerz. Solange du weißt, dass du nicht diese Rolle bist, spielst du nur den Schmerz, du wirst diesen Schmerz nicht empirisch empfinden. Du spielst den Liebhaber, du schmachtest und bist total verliebt in diese Frau, die du anbetest. Okay, jetzt muss ich natürlich eine kleine Einschränkung machen. Es kann sein, dass du als Schauspieler in die Schauspielerkollegin verliebt bist, heimlich, dann hast du natürlich auch diesen wenigen Schmerz. Aber wenn jetzt deine Schauspielerkollegin dir am Arsch vorbeigeht, ist es nur eine Rolle, spielst du das Verliebtsein. Stimmt oder stimmt? In dem Moment, wo du vergisst, dass du bloß ein Schauspieler bist, du verwechselst dich mit dieser Rolle, in dieser Vergessenheit waren plötzlich die Gefühle real. Wenn du glaubst, du bist der Matten, körperlich, sinnlich wahrgenommen dieser Körper, wirst du auch körperlich wahrgenommene Schmerzen verspüren. Das ist die tiefste Form der Vergessenheit, die nötig ist, um Sachen realisieren zu können. Physikalisch würde ich das jetzt so ganz einfach ausgedrückt. Materie, laut Physikbüchern, ist hochkonzentrierte Energie. Genauso ist es hier mit Gefühle, ist hochkonzentrierter Geist in Verbindung mit Materie, mit dieser Traumwelt. Sobald du das Ganze feinstofflicher machst, wird es eine Illusion. Das ist immer, wenn ich sage, du kannst jetzt zum Beispiel dich daran erinnern, dass du mal richtig feste Zahnschmerzen hattest. Es ist interessant, du kannst dich an die Zahnschmerzen erinnern. Jetzt versuche mal, diesen Schmerz zu aktivieren. Du hast keine Chance. Nee, in der Qualität nicht, Interessant nee. ist, es geht beim Geruch geht's. Der Geruch, Geruch, dass du hier sehr oft irgendwo reingehst und dann sagst du, Mensch, es riecht wie bei meiner Oma. Das ist so ein kleiner Reizauslöser. Das ist, weil das sehr, sehr feinstofflich ist. Körperliche Schmerzen können nur realisiert werden, wenn du unmittelbar im Hier und Jetzt konzentriert bist. Dasselbe gilt übrigens dann auch, wenn ich immer wieder sage, du kannst jetzt dir feinstofflich zum Beispiel hier dein Schlafzimmer denken, das Bett. Wenn du das realisierst, muss es im Gesichtsfeld sein. Ist sehr wichtig, diese Definition von mir von Realität. Realität ist genauso eine Information, wie wenn du was denkst, wenn du was nur denkst. Tausende Male wiederholt, 11 Mal, einmal, das erste Mal hörst du das jetzt. In dem Moment, wo das sinnlich wahrgenommen wird, egal ob jetzt das sinnliche Wahrnehmung, erweitere ich jetzt etwas. Ich rede nicht nur, dass du vor dir in deinem Gesichtsfeld irgendwie sinnliche Gegenstände siehst oder dass du jetzt deinen Körper fühlst, wenn du dir auf die Hand drauf klopfst zum Beispiel, sondern es geht auch, dass Hunger, Schmerz, das Gefühl von Liebe, von Hass, das ist jetzt feinstofflich, ich nenne es einfach mal feinstofflich, bis hin zu einem Hauch von einer Ahnung. Du kriegst zurzeit einen Hauch von einer Ahnung, dass alles ganz anders ist, das noch gar nicht irgendwie ausgestaltet, definiert ist, das aber jetzt nicht nur bloß ein Gedanke ist, es ist ein Gefühl. Das nenne ich alles Realität. Realität ist alles, was du sinnlich wahrnimmst, plus diese feinen Stufungen wie Liebe, Hunger, Hass. Das nenne ich, wenn es real ist, ist ein Unterschied, ob du jetzt an einen Hass denkst, an eine Trauer denkst oder ob du jetzt sinnlich wahrgenommen, massiv jetzt real damit konfrontiert wirst. Realität ist schlichtweg und einfach diese Information, die hochkonzentriert ist, die dir real erscheint und alles andere ist nur feinstofflich. Darum kannst du Realität immer nur im konzentrierten Zustand, das heißt im Hier und Jetzt, bewusst erleben. Alles, was räumlich wie zeitlich woanders hin denkst, das erkläre ich im ersten Selbstgespräch, kann nur feinstofflich sein. Zusammenfassung, ich muss in der Selbstvergessenheit sein, ich muss in der konzentrierter sein, um etwas erleben zu können. Also das mit meinen Söhnen hatten wir schon öfters. Interessant ist, dass Amaretto letztens in einem Gespräch gesagt hat, dass
es sich, und das stimmt, da hat er recht, dass es sich für den Maaten wie Verrat anfühlt, wenn er sich vorstellt, seine Söhne waren nur Computersimulationen. Ich springe mal zu meiner Arbeit. Ich begleite Familien vom Anfang an bis zur Tag der Beerdigung oder Kremation und ich spreche dann auch ganze Gruppen zu. Also in so ein, bei so einer Abschieds, wie heißt das? Nee, nicht Feier, aber so ein Abschieds, so eine, verstehst du, was ich meine, so ein Dienst, ne? Und ich merke öfters, ich kann mich wirklich in dieser ausgedachte Trauer dieser Menschen hineinversetzen. Ich werde dann auch zur bestimmten, wie sagt man, ich kann dann auch selber emotional werden, aber dann komme ich immer wieder raus und dann kommt wieder der Zuschauer und dann versuche ich das Holo-Feeling-mäßig zu sehen und dann entsteht da wieder so ein Abstand. Also ich habe ein sehr intensives Leben von Eintauchen, Selbstvergessenheit, wieder rausziehen und wieder. Das fühlt sich aber ziemlich merkwürdig an und irgendwie da. Das ist was, der Weg in die Freiheit ist die vollkommene Apathie. Das Nichtleiden. Ich habe schon so oft gesagt, um auch wieder so ein Drehen, wenn ein Mensch absolut apathisch ist, dann nennt man das in der Medizin, dass er krank ist. Weil es ist ja nicht normal, wenn man nicht leidet. Es ist ein Programm, es ist eins der vielen Sachen, die diese segensreiche, ausgedachte evangelische oder christliche Kirche materialistisch interpretiert über die Menschheit gebracht hat. Die Menschheit kann sowieso nichts finden, sondern über dich Geist gebracht hat, es ist die Trauer. Es wird als was ganz Großes dargestellt, was Schmerzhaftes, was Schreckliches dargestellt. Es ist Trauer, ist eigentlich was ganz was anderes. Es ist ein Ego, es ist wieder etwas, ein nicht loslassen können. Aber in dem, Es ist doch ganz dasselbe. ja. Ganz kurz, der Geist spiegelt es um 100% und es ist ein Riesengeschenk. Ich habe in einem der Selbstgespräche, in einem der Bücher, dritten, vierten Band, weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif, kommt diese Geschichte mit dem alten Bali. Dass Ja. eine andere Kultur, das ist jetzt nur ausgedacht, so wie auch die christliche Kirche ausgedacht ist, das sind eh nur Gedanken. Ich kann nicht oft genug sagen, du bist jetzt auf einer Ebene, wo du den Komplex, die Teile, mein Autobeispiel, dass du noch nicht in der Lage bist, das heilige Ganze zu erkennen, das durchaus auf der höheren Ebene dann ganz normal wird. Und es ist eine Religion, der christliche Glaube mit der Trauer, mit dem Sterben, mit dem Machterhalt, mit diesem unheimlichen Machterhalt, mit Feindbildern, die postuliert dann bis zum, es geht nicht mehr, Homosexualität und so weiter und so fort. Als wenn irgendein Wesen, das du dir ausdenkst, dich raussuchen kann, dass es so ist, wie es ist. Ich sage immer wieder, das sucht sich doch keiner raus. Ein Schmetterling sucht sich doch nicht raus, dass er kein Fleisch frisst. Meinst du, dass irgendein Homosexueller sich raussucht, dass er homosexuell ist? Der wird dann als krank, als nicht normal angesehen. Das ist so unendlich pervers. Ich sage, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du das merkst, dass das die Lieblosigkeit schlechthin ist, der Pfarrer, der trauert. Ich verweise dich hier, geh auf den Beter starten, die Seite Holofeeling, da ist irgendwo das kleine Büchchen Holofeeling, die Ohrenbarung. Das war noch das Buch von 1989 über die Stereoanlage. Da ist diese Weißenburger Zeitung. Ich muss die Geschichte ganz, ganz kurz erzählen. Pass auf, kleinen Moment, eine Sekunde. Ich hole das einmal schnell her. So. Das war übrigens das erste Buch überhaupt, da geht es über gar nicht. Das ist der normale Udo, der Stereoanlagen baut, der feststellt, was jetzt ganz wichtig ist, dass die ganzen Physikbücher voller Fehler sind. Ganz einfach an Versuchen, wo ich mich gerieben habe, wo ich lauter diese Dogmen, die als bewiesen gelten. Und jetzt ist es, damals hat es noch keinen DVD-Player gegeben. CD-Player, Entschuldigung, DVD sowieso nicht. Das war 1983, ist der erst auf den Markt gekommen. Und jetzt muss ich ein bisschen zeitchronologisch im Hintergrund machen. Der CD-Player wurde entwickelt von Philips und von Sony. Ich mache jetzt Chronologie, gehe in die Bücher rein, dann kannst du das überprüfen. Und beide Firmen haben den entwickelt und Sony war mit ihrem Seriengerät, mit den Fertig. Die Geräte waren serienreif, die wurden in Amerika und in Japan schon verkauft. Und es war im Vertrag drin gestanden, dass hier Philips mit denen ausgemacht hat, die dürfen in Europa den CD-Player erst dann in den Läden verkaufen, wenn der Philips auch fertig ist. Da war übrigens kurz vorher die Funkausstellung, da hatten die den Philips CD-Player schon stehen, das Gerät, das war auf einer Kiste gestanden und wenn man dann die Kiste aufgemacht hat, sind Nabelschnüre hinten rausgegangen und das Ding war noch voller Chips. Der war zwar schon
funktionsfähig, aber die hatten die Chips noch nicht in die Größe integriert, dass sie in das Gehäuse reinpassen. Okay. Okay, und jetzt pass auf, jetzt hat hier der CD-Player, ein japanischer, die Vertreter hatten hier von den Japanern jetzt, in dem Fall von Hitachi, das war ja eh fast immer dasselbe Gerät, die hatten diesen CD-Player, einen aus Japan, zum Vorführen bei den Händlern. Mit einer einzigen CD, wo sie den Händlern schon mal gezeigt hat, wie das Ding funktioniert, wie man die Lieder anwählen kann, wie das nochmal rauscht und so weiter und so fort. Rein ein Demo-Modell, das durfte natürlich nicht verkauft werden. Und der Vertreter von Süddeutschland, sein Modell, der ist in Urlaub gegangen. Und da sagt er, du, ob der jetzt bei mir daheim rumsteht, den lassen wir bei dir im Laden, dann kannst du es deinen Leuten dabei zeigen, deinen Kunden dabei zeigen. Jetzt hatte ich praktisch schon, bevor du in Deutschland CD-Player kaufen konntest, bevor in irgendeinem Laden ein CD-Player war, hatte ich im Weißenbuch in meinen kleinen Laden den CD-Player mit einer CD und konnte den CD-Player zeigen, vorführen. Und dann haben wir einfallen lassen, ich habe nie Werbung gemacht. Mensch, da muss man jetzt eine ausgefallene Werbung machen. Und dann habe ich hier, bin ich auf dieses Weißenbucher Dachblatt, das ist übrigens direkt schräg gegenüber ist das Dachblatt von dem Wippertsaal, wo ich den Vortrag gehalten habe. Und dann habe ich ja ganz normale Todesanzeige aufgegeben. Das war bei ganz normal, wie die Todesanzeige setzen. Und da heißt es hier ganz einfach, in Gottesfrieden heimgegangen, das Rauschen, geboren 1905, das ist die Geburt des Ja. Plattenspielers, des Analogplattenspielers, gestorben 1983 und drunter in stiller Trauer der Analogplattenspieler. Aufgrund dieser Anzeige, die war übrigens eine Sensation damals, und ich muss noch erwähnen, ich hatte einen sehr, sehr guten Kunden, das war der Herr Franz Fischer, das war der Chefredakteur des Treuchtlinger Kuriers. Das ist also hier die Zeitungen. Ist dieser Nürnberger Nachrichten, die haben immer regional die Weißenbrücher Tagblatt, das Treuchtlingen Altmühlboden, das ist immer so der Regionalteil. Und Treuchtlingen Katzow Weißenbruch ist 12 Kilometer weiter. Denny, ihr Chefredakteur, das war ein absoluter Fan von meinem Laden, hat Riesenanlagen bei mir gekauft und war totaler Udo-Fan, von Stereoanlagenmäßig, weil ich so super erkläre und alles so klasse mache. Und jetzt ist, pass auf, jetzt kommt hier, aufgrund dieser Anzeige hat dann hier der Dekan der Stadt einen Leserbrief reingestellt. Den lese ich jetzt einmal ganz vor. Lass es auf dich wirken. So viel zum Thema Presse. Das geht zu weit. Werbung mit Kreuz, Tod und Beerdigung. Werbung muss sein. Ein einfallsreicher Gag lockt Käufer, auch mich, aber das war ein Missgriff. Mit der Werbung wie Tod, Beerdigung, Gottes Frieden und Kreuz hat sich der Firmeninhaber des Tonstudios keinen guten Dienst getan. Jeder mögliche Käufer muss merken, das kann kein solides Geschäft sein, in dem täglich eine Beerdigung stattfindet. Das Angebot dürfte für unreife Menschen bestimmt sein, die noch keine Lebenserfahrung haben. Nun gut, es ist eine Sache eines Geschäftsinhabers, solide Kunden zu vertreiben, aber hier wird Hohn getrieben mit den Gefühlen von Menschen, die vermutlich in absehbarer Zeit in Gottes Frieden heimgehen müssen und das auch wissen. Hier wird Hohn getrieben mit den Gefühlen von Angehörigen, die eben einen lieben Menschen verloren und beerdigen mussten. Vielleicht wissen die Geschäftsinhaber noch nichts vom bitteren Ernst des Sterbens. Hoffentlich bleiben sie lange von Erfahrungen des Todes verschont. Aber wenn sie ernst genommen werden wollen, müssen sie zeigen, dass sie sich in die Gefühle ihrer Kunden einfühlen können. Hier wird auch Hohn getrieben mit den religiösen Gefühlen der Christen. In Gottes Frieden heimgehen werden Menschen, die sich ihrem Herrn verbunden wissen, aber nicht technische Unvollkommenheiten. Das Kreuz ist Symbol für den Frieden Gottes, damit zentrales Zeichen des christlichen Glaubens. In Todesanzeigen ist es Symbol christlicher Hoffnung auf die Liebe Gottes. Es ist zu ernst mit seinen Erinnerungen an das grausame Sterben von Jesus Christus, als dass es für einen billigen Werbegag missbraucht werden dürfte. Ich bin sehr für Toleranz, aber sie hat Grenzen. Die Gefühle von Menschen dürfen nicht mutwillig verhöhnt werden. Ich bitte die Zeitung, künftig solche Reklame nicht mehr anzunehmen und die Geschäftsleute nicht Besseres einfallen zu lassen, als mit Tod, Kreuz und Gottes Frieden und Beerdigungen Scherz zu treiben. Dekan statt bla bla bla. Punkt. Jetzt pass auf. Das war natürlich für mich als jungen Burschen, ich habe 3 Jahre mein Geschäft gehabt, ein Schock. Ich baue mir mühselig einen Kundenstamm auf und er, das Oberhaupt der evangelischen Kirche in Weißenburg, spricht meinem Geschäft die Seriosität an. Ich kriege unmittelbar drauf einen Anruf vom Herrn Fischer aus Treuchtlingen, den Chefredakteur der Treuchtlinger Zeitung, der sagt, der Bötsche, ich habe die Anzeige gelesen,
Und ich habe innerlich gejubelt, dass ich sage, endlich einmal einer, der eine kickreiche Anzeige reinbringt, eine lustige, geistreiche Anzeige, und dann kommt dieser Leserbrief. Das hat mich ja voll umgehauen, sagte Herr Fischer zu mir. Jetzt pass auf, jetzt war ich aufgewühlt, dann setze ich mich hin, jetzt kommt dann, ich komme ein paar Erklärungen, und dann habe ich eine Gegendarstellung reingesetzt, was ich jetzt natürlich nicht mehr machen würde. Damals war ich jung, ich habe mein Geschäft aufgebaut, und er macht so Negativwerbung für dieses Geschäft, wo ich mühselig mir Abgehrungen habe, den Arsch aufgerissen habe, dass ich einen Kundenstamm kriege. Mit viel Mühe. Und jetzt pass auf. Jetzt mache ich mal, was mich an dem Leserbrief traurig stimmt, war vor allem die Tatsache, dass sich der Dekan sofort an die Öffentlichkeit gewendet hat, ohne vorher mit mir darüber zu sprechen. Mir blieb damals nichts anderes übrig, als eine Gegendarstellung in der Zeitung zu veröffentlichen. Das würde ich jetzt niemals mehr machen, weil mir das so scheißegal ist, was ein Mensch von mir denkt. Okay? Das ist Ego, es ist alles Verteidigen, fordere dein Wille, geschehe, macht mit mir, was ihr wollt. Dass dadurch der Dekan als Kirchenoberhaupt in seiner Diözese lächerlich gemacht wurde, ließ sich zu meiner Ehrerettung nicht vermeiden. Jetzt pass auf, jetzt ganz vorne rein, ich lese den gleich vor. Nach dem Leserbrief hat mich wieder der Herr Fischer angerufen und hat gesagt, Herr Betscher, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Dieser Leserbrief ist eine absolute Meisterleistung. Sowas hat er sagt es als Journalist, sowas hat er überhaupt noch nicht gesehen, dass ein Mensch abgewatscht wird, lächerlich gemacht wird, ohne ihn selber in irgendeiner Form anzugreifen. Jetzt kommt es. Sehr geehrter Herr Dekan, mir lag es bei weitem fern, mich über Kreuz, Tod und Beerdigung lustig zu machen und die Gefühle von Menschen zu verhöhnen. Dazu möchte ich Hemingway und Burney zitieren. Schlecht ist nur der, der in allem das Schlechte sucht. Der Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens. Da Sie sich anscheinend mehr der Dramatik als der Komik verschrieben haben, sollten Sie niemals die bekannten bayerischen Volksstücke Der Brandner Kasper und Ein Münden in den Himmel ansehen. Muss man den Ludwig Domer heißen, um diesem ernsten Thema ungescholten etwas Komik abzugewinnen? Man sollte versuchen, den Dingen Gutes abzugewinnen und nicht nur die Schlechtigkeit prostituieren. Man kann vor allem in der Komik Trost finden. Dazu zitiere ich Feuerbusch. Der Humor trägt dich über Abgründe hinweg und lehrt dich Menschen mit dem Leid spielen. Zum ersten Teil Ihres Leserbriefes. Ich finde es infam und es grenzt an Klerikalismus. Für die, die es nicht wissen, das ist das Bestreben der Kirche, ihren Einfluss auf Staat und Gesellschaft auszudehnen. Wie Sie mich denunzieren. Ich bin Idealist. Mein Idealismus besteht darin, Menschen Musik näher zu bringen. Musik ist seit Menschengedenken Ausdruck menschlicher Gefühle und zeugt vom kreativen Schaffen menschlichen Geistes. Meine Art, Kunden zu beraten, geschieht mit einer Objektivität, wie man sie mit Sicherheit selten finden wird. Das werden Ihnen alle, die mich näher kennen, bestätigen. Und Sie, Herr Dekan, sprechen mir, ohne mich je gesehen zu haben, nur aufgrund dieser Anzeige in aller Öffentlichkeit meine Seriosität ab. Es ist traurig, einen Dekan an das achte Gebot erinnern zu müssen, bevor er über einen Unbekannten ein Urteil abgibt. Das ist übrigens nicht das einzige Gebot, wo ich jeden Pfarrer vorwerfe. Es sind scheinheilige Heuchler. Es gibt sehr wohl welche, die sich für ihre Gemeinde den Arsch aufreißen. Das könnt ihr lesen. Das sind Rollen, die gespielt werden. Letztendlich geht es denen genauso wie Geld. Ich kann da hier meine Mutter, da kommt permanent ins Altersheim, kommt der Herr Pfarrer, die haben ihre Liste, Mensch, die ist jetzt im Altersheim so und so alt, die hat Geburtstag, weil sie Geld abholt. Die hat einmal gesagt, sie gibt nichts, seitdem kommt der Pfarrer nochmal. Einen seligen Geber hat Gott lieb. Es ist so eine Verlogenheit in jeglicher Form, ob das Politik ist, ob das Medizin ist, es geht nur noch um eins, ihr bietet Geld an. Geld erhält uns am Leben. Ihr geht über Leichen. Es ist nur immer diese. Alles natürlich im besten Sinne, keiner weiß das. Nochmal, Figuren sind freigesprochen. Ich werde niemals irgendeiner Figur in meinem Traum vorwerfen, dass sie so ist, wie sie geträumt hat. Es ist ein hyperrealistischer Führerscheinprüfungsbogen. Aber lass uns weitermachen. Das kann kein solides Geschäft sein, schreiben Sie. Solche vorschnelle Worte aus der Feder eines Dekans empfinde ich als stark geschäftsschädigend. Doch werde ich von einer Anzeige absehen, ganz nebenbei, ich hätte das Recht gehabt, ihn anzuzeigen. Es waren schlichtweg Lügen. Ich kenne jeden Einzelnen, der kommt. Ich kann immer wieder sagen, auch über den Udo jetzt. Das ist ja ein Spinner, der bildet sich ja ein, der ist Gott. All die Leute, die das behaupten, haben noch nie ein Wort mit dem Udo persönlich gesprochen. Ich kenne keinen, der den Udo kennt, der nicht hin und weg begeistert ist von seiner Demo, von seiner Offenheit. Kein Großkotz, nichts. Bring mir einen einzigen, der den Udo selber kennt, der soll mir das ins Gesicht sagen. Dass ich mich über Menschen erhebe. Ich rede immer Auge in Auge. Hattest du, wo du den Udo das erste Mal gesehen hast, den Eindruck, dass er sich besser macht wie den Mann? Ich sage,
Lass uns Gott anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Das bist du, der Geist, der mir jetzt zuhört. Der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der ist Gott. Nicht der, der du zu sein glaubst. Nicht der, der jetzt von Judas ist, dieser Trockennaslaufe. Der wird auch von dir ausgedacht. Also weiter. Doch ich werde von einer Anzeige absehen, denn ich habe, wie viele andere, die diese Anzeige gelesen haben, Humor. Und wäre dieser gleich dem Glück, so hatten sie, Herr Dekan, an diesem Tag bestimmt eine Bechstrecke. Das ist meine Gegendarstellung dazu. Übrigens, Reaktionen danach, damals, 83 in Weißenburg, war sehr, sehr gespaltet. Anfang von religiösen Fanatikern, wo ich natürlich dann der personifizierte Satan war, bis zu Leuten, die wirklich Humor haben. Ich kann nur eine Kleinigkeit machen, wenn er sagt, ich lese morgen meine Zeitung, ich schaue rein, das erste Blick immer auf die Todesanzeigen und dann lese ich das Rauschen und das erste, was mir einfällt, der hat aber einen komischen Vornamen. Das sind jetzt wahre Geschichten. Ja, ja. Weißt du, das ist hier, jetzt kommt das Leid. Diese Bali-Geschichte ist eine alternative Sichtweise. Mhm. Du weißt, ihr könnt es nachlesen. In Bali habe ich aus das Buch heraus, hat es früher jetzt nicht in dem modernen Bali, das du dir ausdenkst, weil die Welt, die du dir ausdenkst, die so wie du die dir ausdenkst, und das ist diese materialistisch geprägte Welt, ist dein Konstrukt. Nochmal, WLD, diese Radixepraisiert heißt ein Brandopfer. Du musst B-Randopfer, ein polarer Rand. BR ist das Äußere. AND heißt ein Auf- und Ab, Schwingen hebräisiert. Es ist reine Physik. Wenn man das erste Mal hört, ist mir klar, du verstehst nur Bahnhof. Du fängst jetzt schon zum Nicken an. Denk an unser erstes Gespräch, weil du ein bisschen die Grundradixen hast, wo du merkst, das Deutsch und das Hebräisch. Mhm. Übrigens geht es hebräisieren mit allen Sprachen in allen Ländern der Welt. Wenn ich jetzt dir Angst mache, sage ich, das ist ja nur ein Konstruktprogramm, der danach. Die Upanishaden mit 49 Zeichen sind noch wesentlich komplexer, weil wir feiner auflösen können. Aber das lassen wir mal ganz vorne weg. Mir wird es jetzt schon reichen, wenn du dir immer mehr bewusst machst, was du bist und was deine Gedanken sind. Mhm. In Bali ist es so, ganz kurz für einen, der die Geschichte nicht kennt. Du denkst jetzt eine Welt aus, wo du von klein auf, du wächst als Kind groß, irgendwann kommt das erste Bewusstsein. Du weißt, wenn ich immer sage, wann hast du zum Denken angefangen? Du kannst nur jetzt denken, aber wir blättern einmal in deine Erinnerung zurück, wo du ein Kind bist, und dann wird Hochzeit gefeiert. Alle sind schön angezogen, es wird gefeiert, oder ein runder Geburtstag wird gefeiert. Und jetzt stell dir mal vor, es würde eine Beerdigung genauso gefeiert. Es kommen alle zusammen und in dem Bali damals in dieser Geschichte, die übrigens auch angeblich aus das Buch heraus in Bali ganz früher vor der Zivilisation so war, das war denn ihr Glauben, bevor sie verwestlicht sind, bevor sie den Frieden der Demokratie bekommen haben. Der größte Druckschluss überhaupt, die größte Lüge überhaupt, Demokratie. Ja. Es ist so gewesen, dass der Glaube war, dass diese Ebene nur in einem gewissen Maß eine Reifestufe ist, wie eine Matrix, wie eine Traumebene, und jeder, der stirbt, der kommt eigentlich erst in die richtige Welt. Das war die Ausgangsbasis. Das heißt, wenn einer gestorben ist, wenn einer gegangen ist, dann wurde gefeiert, weil der das endlich geschafft hat. Alle haben sich für den mitgefreut. Es wurde ein Fest gefeiert und danach wurde er verbrannt. Und jetzt kommt das Verrückte, dass wenn ein Mann gestorben ist und der war verheiratet, konnte er seine Frau vorzeitig mitnehmen. Dieser Segen von einer Frau, wenn ihr Mann relativ frühzeitig stirbt, dann bleibt ihr hoffentlich Sport auf dieser hässlichen Ebene. Das heißt, die hat ein Schlafmittel gekriegt, wo ganz normal sie eingeschlafen ist, und dann wurde sie mit ihrem Mann verbrannt. Oh Mann. Wenn du jetzt in dieser Welt als Kind groß warst, dass da gefeiert wird, wenn eine gehen dürfen, ich mache das ganz kurz, man kann das sehr genau ändern, dann hast du keine Angst vorm Sterben. Dieses unendliche Tod, Kreuz und Leid. Es ist gespiegelt. Ich sage jetzt nur Life of Brian, der Christus am Kreuz, der lacht. Mhm. Und jetzt, was du eigentlich oder Ralf gesagt hat, wenn man mal den Zustand des wirklichen Apathischen erklärt. Mal, Entschuldigung, Daniela, du dein Ding genauer hinhalten, du hast einen ganz schlechten Dummbaum, verstehe dich nicht. Ja, das hatte ich vorher auch. Bist du besser? Ein bisschen. Soll es wohl nicht sein. Mir ist nur so gekommen, weil der Ralf mal gemeint hat, wenn man wirklich apathisch ist, man tut das durch Medikamente, wenn man so gesagt hat, man ist so, man fühlt nichts mehr, dann freut man sich direkt, wenn man mal wieder traurig ist.
Es ist also definitiv so, schon die Aussagen, die du hast, du gehst jetzt wieder davon aus, dass jemand, den du dir ausdenkst, was fit oder nicht fit. Du musst ganz präzise im Jetzt bleiben, mit was du es zu tun hast. Aber was jetzt deine Frage, die Antwort darauf ist relativ einfach. Wenn du die lange Zeit nichts zum Essen bekommst und dann kriegst du einen Hunger. Und dieser Hunger ist ein Unwohlsein. Ich habe das so oft schon gesagt, es ist wie Wellenberg und Wellendal. Meine Bergpredigt sagt, selig die, die jetzt hungrig sind und krank sind. Solange du auf dieser Wechselebene bist, wo du chronologisch noch empfindest mit vorher und nachher, die können sich darauf freuen, dass sie was zum Essen bekommen und dass sie gesund werden. Aber wehe die, die jetzt satt sind und gesund sind. Ich garantiere dir, du wirst wieder einen Hunger bekommen und du wirst wieder irgendein Wehwehchen bekommen. Das liegt in der Natur der Dinge, bis du dich in diese Transversale, in die Vertikale bewegst, aufgrund deines Bewusstseins und begreifst, es ist immer beides gleichzeitig hier und jetzt. Es gibt keine Krankheit ohne Gesundheit. Es ist wie mit der Stille und mit dem Lärm. Es ist immer gleichzeitig. Und umso kranker du bist, umso gesünder bist du. Und umso mehr Schmerzen du hast, umso mehr Freude hast du. Ich weiß, dass jetzt dein Programm, wenn du materialistisch bist, du kannst es so wenig verstehen, wie wenn du zu einem siebenjährigen, achtjährigen Jungen sagst, der soll sich vorstellen, ein Mädchen steckt in die Zunge im Mund. Du musst einfach die Demut haben, dass hier immer diese drei Wachstumsstufen, die Pubertät und die Wechseljahre, ganz extrem was verändern in dir. Dass die Freudeempfindung, die Vorstellung vom höchsten Glück, ich habe dir so oft erzählt, ich wiederhole es für dich nochmal, Martin, dass wenn wir in die erste Stufe bis zur Pubertät gehen und wir sagen jetzt mal, deine Söhne ist einer 6 oder 7 und er hat einen Wunsch, einen Herzenswunsch, irgendein Mountainbike oder was auch immer, und in dem Moment, wo du ihm dieses Ding kaufst und nicht nur das, was er sich wünscht, sondern nochmal eins drauf, was er noch gar nicht kennt, wo noch ein paar Features mit hat, was er gar nicht wusste, dass es das gibt, dann wird er in dem Moment die höchste Form von Glück empfinden, wenn er dieses Mountainbike kriegt. Jetzt pass auf, was wichtig ist. Jetzt gehen wir in die zweite Wachstumsstufe. Er kommt jetzt in die Reife, er fängt an, sich für Mädchen zu interessieren. Er verliebt sich in ein Mädchen, das ist eine totale Traumfrau, und die kommen zusammen, die verliebt sich in ihn, und er hat das erste Mal mit dieser Frau Sex, und wir sagen mal, das erste Mal, was ja oft nicht der Fall ist, ist das Wundervollste, was er jemals erlebt hat. Dann hat er in dieser Reifestufe die höchste Form von Glück überhaupt, die er in dem Moment empfinden kann. Wenn er das jetzt vergleicht, zurückgeblättert mit dem Mountainbike, ist es doch wahrlich lächerlich. Was in diesen beiden Wachstumsstufen aber das Glück gemeinsam haben, dass diese Glücksempfindung immer in Verbindung steht mit irgendwas ausgedacht. Ob das eine Freundin ist, ein Freund, wenn du ein Mädchen bist, oder ob das ein Barbie-Puppenschloss oder ein Mountainbike ist, alles, was du dir ausdenkst, ist vergänglich, und damit ist das Glück vergänglich. These, Antithese. Jetzt kommst du in die dritte Wachstumsstufe nach den Wechseljahren, und jetzt kommt das, was zum Beispiel, wenn ich immer sage, die Donis oder die Feddings, die sind immer noch in dem Körper gefangen. Jetzt kommen sie aber in das letzte Drittel ihres Lebens, und jetzt passiert was Eigenartiges. Diese Glücksempfindung, wo zum Beispiel eine Helene als ehemalige Schulrektorin jetzt empfindet, oder Inge, die dieses Alter haben, 70, über 70, das kann auch aber eher sein, machen wir uns nicht an Zeit fest. Es geht mir um nach den Wechseljahren. Diese Glückseligkeit ist das Verstehen und das Erkennen, was der Sinn des Lebens ist und was man selbst ist. Etwas, was nicht gedacht werden kann. Es ist ein Unterschied, ob dir das jetzt logisch erscheint oder ob du es wirklich verstanden hast. Es löst in dir ein Glücksgefühl, einen Frieden aus, der auf den unteren zwei Ebenen nicht ansatzweise nachvollziehbar ist, so wenig wie ein Sechsjähriger nachvollziehen kann, was sexuelle Glückseligkeit in der nächsten Stufe ist. Die totale Vereinigung mit dieser Einheit, obwohl du noch in einem Körper weilst. Da ist dann keine Angst, es ist keine Hauch von Angst mehr. Im Gegenteil, die Inge sagte mir, geht's fast nicht schnell genug, obwohl sie weiß, das muss sie abwarten. Und nicht, weil sie weg will oder weil ihr die Welt nicht passt. Und was jetzt das Schöne ist, diese Glückseligkeit dort, die nicht mehr in Verbindung steht mit irgendwas Bestimmten ausgedacht, ist ewig. Versteh die Worte oder lass es. Ich weiß, wovon ich rede. Und da ich du bin, weißt du es auch, aber erst wenn du ich bist. Darum beginnt das Spiel mit Ich bin du. Wie oft hat man das Thema mit der Daniela ganz kurz, wenn sie sagt, oh, ich will nicht so alt werden. Sie hat ja schon mit meiner Inge geskypt. Ich sag, Guido, Dinge möchten nicht um alles in der Welt nochmal so alt sein wie du. Und die war in deinem Alter Model. Nee, da war sie, glaube ich, schon Chefin von einem Schlossrestaurant, von einem Schlosshotel.
von oben nach unten blicken. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Und das geht, diese Fähigkeit geht den normalen Menschen ab. Und jetzt ist es, dass du merkst, die sind gefangen in ihren Dogmen. Das ist hier, wenn du zum Beispiel jetzt, ich gehe mal nochmal auf den Weißenbuchbrief zurück, da sind ja zwei Seiten. Das ist einmal der Journalist, der das angeblich geschrieben hat, den wir uns ausdenken, den kannst du eh abhaken, weil da beginnen mit 50 Mann sind drin. Das ist extrem schlecht recherchiert. Der ist ein absolutes Musterbeispiel für Lügenpresse. Und da solltest du dir bewusst machen, wie viel in deinem jetzt ausgedachten Leben hast du solche oberflächlichen Artikel schon in deinem Kopf verwirklicht. Weil es in der Zeitung steht. Ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bild-Zeitung gesehen. Ja. War in den Weißenburger Nachrichten drin. Ja. Der bietet sich ein, der ist der Messias. Das sind alles so Konstrukte, die du selber erschaffst mit deinem Interpretationssystem. Dann kommt das nächste, kommt dieser von der Sekten, von der evangelischen Kirche, dieser Sektenbeauftragte, der dann gefragt wurde, der zu Wort kommt, der hier zuerst einmal sagt, Holofeeling ist keine Sekte. Also er kann nichts finden. Ich sage immer wieder, versuch doch einmal einzutreten oder Geld zu spenden für die Sekte. Er schreibt dann auch, es ist kein finanzieller Hintergrund zu erkennen oder irgendeine eine Organisationsstruktur, da gibt es nichts. Ich als Udo sage, ich erwähne ihn immer wieder, ich habe noch nie eine Internetseite gemacht. Ich habe noch niemals persönlich zu jemandem gesagt, er soll eine Internetseite machen. Da kannst du jetzt die drei großen Internetseiten sind ja der Heiko, der Peter Staden und der Hensen Blog. Und da kannst du, der Heiko hat die Seite schon gemacht, da hat er den Udo noch niemals ein Wort mit dem Udo selber gesprochen. Beim Peter Staden ist es ähnlich und beim Redo ist es genauso. Der hat die ganzen Bücher und alles studiert, da hat er niemals irgendeinen Hauch von Udo in Kontakt gehabt. Ich rot geschrieben habe, das natürlich durchaus inspiriert, aber nicht der Udo. Vom Udo kommt es nicht. Ich halte mich von der Welt vollkommen fern. Ich habe auch nie irgendjemand gesagt, ich will einen Vortrag machen und ich habe einen Vortrag organisiert. Aber das ist einmal jetzt diese Seite. Jetzt kommt, dass er dann sagt, die kruden Theorien, glaube ich, schreibt er, dass also hier das durchaus teilweise sehr beeindruckend ist, aber natürlich eine Spinnerei ist, ist ja logisch. Das ist es eben nicht. Da gilt dasselbe wieder, da dieses Werk so unheimlich groß ist, müsste man sich zumindest einmal die Mühe machen, ohne Vorurteile, das erkläre ich ja alles jetzt in dem Weißenbuch-Vortrag, du musst in dir komplett, wenn du Holofeeling verstehen willst, musst du zuerst einmal zwei Sachen erkennen. Die erste große Polarität, es gibt Sachen, ein Wertesystem in dir, ich drücke es einmal so aus, dass wenn du jetzt mit was konfrontiert wirst, mit einem Reizauslöser, mit einem Zeitungsartikel, mit irgendeiner Aussage, das nenne ich dieses Unmöglich-Denken. Das wische ich schon mal weg, zum Beispiel mit dem Satz, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn man das erste Mal hört, sagst du, das ist unmöglich. Oder wenn einer zu dir sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Daniela sage, du hast noch niemals Erlangen gesehen, sag mal das zu deiner Mutter. Oder Eggendorf. Sag doch mal zu deiner Mutter, die hat es noch nie gesehen. Dann sagt sie, du bist gehirngewaschen. Was hast du für eine Droge genommen? Die warten die Erklärung nicht ab. Sie werden jetzt die Erklärung abwarten würden, wo ich immer sage, dieses Heureka zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Dann wiederum betrachtest du das als einen Witz. Es sind die ganzen Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen sind ein Witz. Ein sehr guter Witz sogar, wenn du musst lernen, drüber lachen zu können. Die eine Seite, dieses Gefühl von unmöglich, macht dich unendlich blind. Einen Gott ist nichts unmöglich, einen Geist ist nichts unmöglich, weil der Lichtgeschwind sich in jede Position, in jede Perspektive versetzen kann. Das Gegenteil dazu, wir haben ja unsere Spannung, ist dieses Gefühl von hundertprozentig sicher. Es sind viele Aussagen, die in dir auftauchen, die für dich absolut, ich sage fast, ein Sakrileg ist, das in Frage zu stellen. Ich bin dieser Körper, ich bin das Gehirn und wenn der Körper und das Gehirn zerstört wird, gibt es mich nicht mehr. Das ist so ein heiliges Sakrileg, das bist du eben nicht. Das ist ein Gedanke von dir, den du dir ausdenkst. Auch das lässt sich sofort so leicht widerlegen. Wenn du an was nicht denkst, dann ist es nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, die hundertprozentig sicheren Erkenntnisse der Naturwissenschaft sind hundertprozentig sicher Lügen, weil die nicht einmal wissen, was 100% Sicherheit bedeutet. Es sind logische Konstrukte, Axiome, Grundannahmen, Thesen, die nicht mehr in Frage gestellt werden. Das ganze religiöse und naturwissenschaftliche Weltbild, das chronologische Weltbild baut auf diesen großen Trugschluss auf, dass es eine Vergangenheit und eine Zukunft gibt. Es ist der Bruch. Und ein woanders. Was du Geist erlebst, muss hier und jetzt in deinem Gehirn in Erscheinung treten. Das schreibt dir sogar der Materialismus vor. Dieses Gehirn lässt man uns jetzt ausdenken. Aber wo ist das Gehirn, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Frage.
Daniela, hast du jetzt die ganze Zeit geatmet? Oder nein, ich frage jetzt einmal den Zuhörer, der jetzt vom Computer sitzt und diese Aufnahme sich anhört. Hast du jetzt die ganze Zeit geatmet, während du diesen Lautsprecher, dieser quäkigen Lautsprecherstimme zugehört hast oder Kopfhörerstimme zugehört hast? Keine Jetzt schau in Ahnung. dich rein. Schau in dich rein, was deine Logik dir vorschreibt. Selbstverständlich, sonst hätte es mich ja nicht gegeben. Sonst würde ich ja nicht leben. Diese Logik ist der Lügner. Das ist nicht dein Glaube, das ist nicht deine Meinung, das ist der Glaube und die Meinung deiner Lehrer und Erzieher. Das ist auch das Programm, das dich traurig macht, wenn einer stirbt, wenn du den verlierst. Du hast ihn nicht, du hast ihn verloren, wenn er da ist. Wenn du nicht mehr denkst, hast du ihn wieder zurück. Spiegeln, das gespiegelte Denken ist unheimlich wichtig, das erfordert Geist, einen beweglichen Geist. Ein Programm, ein logisches Programm ist kein beweglicher Geist. Jeder, der in einer Sekte, in einer Gemeinschaft ist, egal ob die politisch ist, ob die religiös ist, die wissen nicht, was die Tasse ist. Ob du jetzt sagst, ich bin rechtsorientiert oder ich bin linksorientiert, die Betonung liegt auf dir. Du bist ein Tier, weil das Materialismus ist. Ist der Henkel rechts oder links oder ist der Henkel in der Mitte? Da habe ich schon so oft drauf gesagt, die Mitte ist nicht die Synthese. Hast du das in die Selbstgespräche gehört, Mappen? Wenn ich immer wieder sage, wir machen immer einen Kegel, Ja. den Schatten werfen, der kann ein Kreis sein und ein Dreieck sein. Das sind zwei Extreme. Aber es gibt ja viele Zwischenstufen an Schattenwürfen, die entweder mehr kreisförmiger sind oder mehr Kegelfall. dreieckförmiger sind. Das kann man stufenlos durchrastern, wenn man den Kegel in einer Lichtquelle an die Wand projiziert. Das heißt, die extrem Rechten, sagen wir jetzt ganz einfach einmal, das ist der Kreis und die extrem Linken sind das Dreieck. Und die Mitten, die in der Mitte, die sind nicht die Synthese, die sind nicht der Kegel, sondern die sind weder noch, das sind die Wischiwaschi, die auf beiden Seiten abgreifen wollen an Wählerstimmen. Und darum sagt man, jede in der rechten Partei nennt man dann einen linken Flügel und in der linken Partei gibt es dann einen rechten Flügel. Da merkst du, da steckt das alles schon drin. Ich Aber möchte. vom Kegel wissen die nichts, von der höheren Ebene, dass da ein ganz neuer Ort von Einheit existiert. Da müsste man nämlich dann von unten nach oben sehen können. Ich möchte das Ganze mal zusammenfassen, weil die ganze Geschichte mit der Anzeige, mit das Sterben, das Rauschen und so, die Botschaft ist schon angekommen. Das passt auch irgendwie ganz schön bei meiner eigenen Situation. Dann habe ich es dir doch erzählt. Aber was ich jetzt schon erahne, und das tut sich auch teilweise, ereignet sich das schon. Irgendwie erahne ich den Punkt an dem Horizont, wo ich merke, dass ich den Job nicht mehr ausüben kann, weil ich diese ausgedachten Leute eine Geschichte erzähle, mitgehe in denen seine Trauer, wo ich eigentlich innerlich schon weiß, es gibt eine größere Erklärung, und solange ich ihnen diese reduzierte Erklärung von Trauer und so verkaufe, halte ich mich selber fest auf diese untere Ebene irgendwie. Du verkaufst, nein, du verkaufst nichts. Das ist auch wieder, da könnte ich jetzt auch, da müsste ich auch wieder Geschichte machen, wenn du jetzt den Jobs hinschmeißt. Und jetzt mische ich mich, was ich normal nicht mache, sehr intensiv ein, obwohl ich mich nicht einmische. Ich beuge mich jetzt so weit vor, wie es geht. Ich warne dich nur, wenn du den Job jetzt hinschmeißt, musst du dich zuerst fragen, warum. Wenn du den hinschmeißt, weil er dich ankotzt oder weil du sagst, das bin ich nicht mehr, mit einem Widerwillen, dann wirst du den nächsten Job, wo du kriegst, wirst du dasselbe nochmal Naja, lernen das müssen ist und mir immer schon wieder klar. lernen müssen. Du musst es vollkommen durchschaut haben. Ich habe dir so oft erklärt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sitzen zusammen in Matten, wir essen und trinken und dann bietet dir nach dem Essen einer einen Schnaps an. Und jetzt pass auf, du trinkst gerne mal nach dem Essen einen Schnaps, aber jetzt im Moment isst er nicht noch. Und dann sagst du, nein, danke, ich will jetzt keinen. Mit diesem Nein, danke drückst du nicht aus, dass du keinen Alkohol trinkst oder dass du keinen Schnaps magst, sondern jetzt in diesem Moment merkst du, die ist nicht, einen Schnaps zu trinken. Aber es kann durchaus mal ein anderer Moment sein, wo du sagst, ja, da trinke ich jetzt am Mittag, ist mir danach. Dann lehnst du nicht den Schnaps als Ding an sich ab, sondern eben in dem Moment hast du den Gusto nicht. Und genau dieses Gefühl muss dir klar sein, wenn du was hinschmeißt, lehnst du das jetzt ab, weil es dich ankotzt? Oder hast du es wirklich durchschaut? Das war bei mir der Punkt, wie ich 1996 aus dem Laden raus bin, wo ich zu meinen Mitarbeitern sage, pass auf, Leute, das ist jetzt durch. Und ich betone immer wieder, das Ding hat gebrummt. Das war alles super, aber ich sage, es ist nicht der Sinn meines Daseins, dass ich hier in 50, in 20, 30 Jahren Leuten, noch jungen Leuten Sternenlang verkaufe. Das hat ja nichts mit, dass ich was Besseres war, das bin ich nicht mehr. Verstehst du, vor allem mit der Erkenntnis, mit dem ganzen Geld und mit dem Wahnsinn. Ich habe das nicht geschmissen, weil ich, das ist so diese Verwandlung.
Und bei dir muss jetzt das sein in einen Lernprozess, dass du ja sehr, sehr, ich habe dich ja in den Job nicht umsonst reingeschoben, wenn ich jetzt, ich rede jetzt nicht als Udo, du merkst das, dass du wirklich innerlich abgeschlossen haben musst und da ist das Erste, was du zu lernen hast und jetzt mache ich was, dass ich den Fehler hinweise, dass die Leute, die in deinem Traum auftauchen, sowieso nichts empfinden, die können auch nicht traurig sein. Es sind Spiegelbilder deines Programms, deiner Trauer. Ja. Oh Das Gott. sind, wie du schon erkannt hast, deine Verlustängste. Das. Wenn du begreifst, dass du, was du wirklich bist, dass du was aus dir herausdenken musst, etwas auftauchen lassen musst, dass du was erlebst, das ist der Irrsinn in dem Asiatischen. Ich erwähne jede der Religionen, die du dir jetzt ausdenkst, die auf deinem Programm drauf sind, sind Spezialisten wie Sinnesorgane. Und in der asiatischen Religion, diese Reinkarnationsdenken, man will nicht mehr reinkarnieren. Habe ich so oft erklärt, das ist so ein unendlicher geistloser Schwachsinn. Das Problem ist nicht das Reinkarnieren, sondern die Angst, dass dir was passieren könnte. Das ist, wenn ich immer den Schauspieler nehme, der sagt, ich will mal eine andere Rolle spielen, ich will einen Bösen spielen, ich will einen Verbrecher spielen, ich will mal einen spielen, der gefoltert wird, ob ich das richtig hinbringe, den Schmerz darstellen kann, den ich nicht spüre, weil ich bin das ja nicht. Verstehst du, was ich Ja, meine? ich verstehe es sehr gut. Es ist der Romanleser, kann sich in so viele Welten reintun. Die vier Stufen der Vergessenheit, so ein einfaches Beispiel, es trauert doch keiner. Das ist im tiefsten Innern bei dir noch nicht begriffen. Auch der Mir Verlust, wenn ich immer mit deinen Söhnen, wenn ich sage, der reine Alterungsprozess verändert das Laufen, was du auch. glaubst, was deine Söhne sind. Das ist das Einzige, was sich das ganze Leben durch gleich bleibt, was immer dasselbe ist, ist der Geist, der es erlebt, es ist der träumende Geist, niemals eine Figur. Selbst in der Identifikation wirst du merken, dass der Matten, der mich jetzt ahnt, der mir jetzt zuhört, dieser Geist, der das Mattenprogramm laufen hat, dass du als dieses Mattenleben erlebender Geist oder das Leben von dem Menschen, der jetzt vorm Computer sitzt, dass du, egal wie alt du dich jetzt denkst im Moment, auf welcher Seite du bist, da bin ich im Waisenbuch, wenn du das anhörst, drauf eingegangen. Meine Worte lösen in dir Vorstellungen aus und es hängt zuerst einmal davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Denk einmal an deine Küche. Es werden Tausende von Abertausenden von Küchen auftauchen, aber welche Küche jetzt auftaucht, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Aber nicht nur Mathe. Es hängt auch davon ab, auf welcher Seite du in dem Lebensbuch bist. Weil auf der Seite 10 taucht jetzt eine andere Küche auf, wie wenn du jetzt an deine Küche denkst. Und in dem Buch sind die ganzen Seiten immer gleichzeitig. Wir müssen das, was du in Zeit empfindest, besteht letztendlich nur aus ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt. Denk einmal an ein Buchbeispiel. Die Worte, die Zahlen, die Seiten und so weiter und so fort. Das ist ein anderes, das kannst du momentan nur erahnen, du Geist. Es ist eine Riesenverwandlung, ein Prozess, der nur in deinem Traum stattfindet. Frag jetzt bitte nicht, um was ist in der Daniela in ihrem Traum. Frag dich nicht, was ist das im Pixelmännchen. Wenn du jetzt ein Bild hast, ich gehe mal davon aus, der Matten wird bloß den Ton reinstellen, eventuell ein Bild, ich weiß es nicht, wie er es aufnimmt. Wie sollte ich das wissen? Ich bin doch jetzt bloß ein Pixelmännchen, bloß ein Gedanke in deinem Kopf. Außer du denkst dir jetzt, ich weiß es. Das ist das Problem. Jeder, der in dir auftaucht, wird das denken, was du denkst, dass er denkt. Er wird das wissen, was du glaubst, dass er weiß. Du kannst dir natürlich auch jemanden ausdenken und sagen, ich weiß nicht, was der sich jetzt denkt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und es geht bis in die Materie. Diese einfachen Beispiele. Wenn ich jetzt Geräusche mache, kriegst du Vorstellungen. Ich sage, denk an den Eiffelturm und jetzt denk an den Turm zu Babel. Das beides löst jetzt mit deinem Intellekt Wissen aus, wenn du Deutsch verstehst. Eiffelturm, Paris, Bibel, Turmbau zu Babel. Glaubst du, dass der Eiffelturm da außen ist? Wenn du das glaubst, kannst du den auch realisieren in deinem Gesichtsfeld. Natürlich, indem du dann hier, wie in einem Videospiel, hier durch ständig wechselnde Bilder, diesen Ort hier und jetzt auf deinem Bildschirm in deinem Gesichtsfeld zur Anschauung bringst. Wenn du glaubst, hier der Turm zu Babel, da sagt deine Logik, den gibt es ja nicht. Oder du sagst, den hat es nie gegeben, darum kannst du den auch nicht materialisieren. Es wird immer so sein, das ist nur, ich weiß, es klingt, wenn man das am Anfang hätte, sehr verwirrend, aber der Witz ist, dass wenn du jetzt rein materialistisch orientiert bist, deine Physikbücher, deine Chemiebücher schreiben diesen Vorgang vor, wenn man sie nicht materialistisch auslegt. Wenn man sich zuerst einmal die Fehler bewusst macht, wo es hakt, das ist das Missverständnis der Sprache, das Missverständnis, das geistlose Rezitieren und Nachdenken von Formeln, die als Ding an sich, ich betone es immer wieder, alle vollkommen richtig sind, rot geschrieben. Aber nicht so, wie du das an der Schule, die bedeuten nicht das, was man dir an der Schule erklärt hat.
Man muss sich nur die Zeit nehmen und zuhören. Es ist überreichlich Stoff im Internet, was die Ohrenbohrungen anbelangt. Und jeder, den ich die Chance biete, dass ich ihm das anbiete, vollkommen kostenlos. Du musst nur ins Eintreten und ins Austreten. Es kostet keinen Pfennig Geld. Das Einzige, was ich von dir möchte, ist deine Aufmerksamkeit, deine Neugier. Nur die Aufmerksamkeit und die Neugier. Das ist das, was zwischen Sein und Nichtsein entscheiden wird in deiner Zukunft. Von vornherein, du Geist, der du mich jetzt hörst, du bist ewig. Ob du das willst oder nicht. Die Frage ist jetzt, wirst du ein ewiges Himmelreich oder eine weiterhin eine ewige Hölle mit einem Kampf ums Überleben und immer wieder neu geboren werden, unbewusst neu geboren werden und immer wieder durch diese Leben gehen mit Kampf, einmal besser reich sein, arm sein, reich sein, arm sein. Ich sage am besten sind noch die Brösel, die so um die Nulllinie rumschwanken, die weder das eine noch das andere im Extrem sind. Alle, die jetzt ganz oben sind, wenn sie Geist sind, die werden das nächste Leben ganz unten sein und alle, die ganz unten sind, werden ganz oben sein. Die Gier, nämlich alle reich zu sein, ich sage jetzt immer wieder von den Normalen, was wir uns ausdenken, und die Reichen wollen natürlich nicht arm sein. Und darum tauschen wir das dann immer wieder aus. Bis du dich langsam einschwingst auf diese Nulllinie, dass du merkst, mein Leben ist zwar nicht allzu schlecht, aber nicht himmelhochjauchzend. Bist du immer gleich drüber oder leicht drunter? Wie man so schön sagt, ich habe eigentlich alles zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig. Das ist eigentlich schon mal der gute Ausgangspunkt, sich voll einzueignen auf die Nulllinie, auf dieses Nichtseinende, was man letzten Endes schon immer war. Ich Und dann mache meinen kannst Job du nicht jede wegen Rolle Geld. genießen. Was sagst du? Ich muss meinen Job nur wegen Geld machen. Ja, wieso machst du einen Job? Weil es deine Passion ist? Ich sag dir ganz ehrlich, ich mache jetzt wieder Udo-Geschichte. Der Udo, der junge Udo, meine Leidenschaft war Musik, Technik aus dem Nichts heraus. Und jeder, der hier Bezi, der Bezi hätte, das war natürlich ein bisschen später dann, der kennt mich ja noch vom Tonstudio, aber ganz am Anfang, der Bezi hätte Geld bezahlt, wenn er im Tonstudio mitarbeiten darf. Jeder, der Ja. wirklich das aus einer absoluten Liebe macht, ich habe das so oft gesagt, wenn du kein Golf spielst, oder egal was du zahlst, Geld dafür, das tun zu dürfen, was du tust, du wirst sogar dafür zahlen. Dann hast du eine Passion. Das, was ich jetzt mache als Brösel Udo zum Beispiel, war die erste Grundvoraussetzung. Ich habe noch nie, ich mache mal den Cut, wo ich aus dem Laden rausgehe. Da habe ich natürlich, war ich Geschäftsmann, habe ja Angestellte gehabt, aber immer extrem bedacht. Lass mir das einmal weg. Seit diesem Zeitpunkt, ich habe noch nie auch nur einen einzigen Pfennig für irgendetwas verlangt, für die Gespräche jetzt. Wenn ich mir nur den Stundenlohn jetzt normal raumzeitig von einem Heilpraktiker ansetzen würde, schau, wie viele Videos du findest. Dazu musst du wissen, dass ich bis auf zwei, drei Videos, ich habe noch nie, das nimmt jetzt der Matten auf, ich habe zu denen nie gesagt, der soll das aufnehmen. Die stellen das rein, ich habe nicht gesagt, der soll es reinstellen. Es ist schon die Frage, kann man überhaupt in das Internet was reinstellen, wenn das Internet Gott ist? Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, kann eigentlich in das Meer eine Wellen reinmachen. Gut, der Ruch, der Geist, der Wind, wenn du raumzeitlich denkst, dann kann das schon passieren, dass du von oben praktisch hier das aufwühlst. Aber genau genommen kommt es in der Metapher immer von innen, vom träumenden Geist. Kann einer von außen, außerhalb des Traums, in den träumenden Geist Figuren reinmachen? Es gibt kein Außen. Das Meer und seine Wellen. Das Meer ist alle Wellen, aber nicht eine Welle und dann doch nicht die Wellen, weil die Wellen sind vergängliche Erscheinungen und das Meer ist ja immer. Das ist diese erste große Polarität. Das ist eigentlich eine 1-2er-Struktur. Das ist ab. Das ist der Vorder. El Hayom. Das Meer ist das eine und die Wellen, dieses Plus-Minus an der Oberfläche, das ist die 2er-Struktur. Du brauchst einen Unterschied, um was sehen zu können. Das muss also hier mal verstanden werden, aber die Wellen können das Meer nicht verlassen als Ding an sich. Sie sind untrennbar mit dem, der immer ist, verbunden. Kann ein Gedanke, den du dir jetzt denkst, deinen Kopf verlassen? Jetzt denk dir den Udo aus. Wo meinst du, wo der Udo ist? Den Udo, den du dir jetzt ausdenkst aufgrund dieser Geräusche. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir und da du dich ja auch selber ausdenkst und meinst du, Udo, denk dich, bist du in mir? Wir fallen in dem Moment in einem Punkt zusammen. Jetzt könnte ich wieder sagen, das habe ich vor 2000 Jahren schon gepredigt. Für mich hat Zeit und Raum überhaupt keine Grenzen. Das hat jetzt nichts mit dem Gedanken Udo, mit dieser Figur zu tun, die du dir ausdenkst. Wir reden hier von Geist zu Geist.
Von dem roten JCH zu dem roten ICH. Das existiert in einer ganzen Philosophiegeschichte, gibt es diese vier Ich nicht, diese Stufung der vier Ich. Weil Holofeeling ist was vollkommen Neues. Ein vollkommen neues Weltbild. Das Aber Weltbild oben, ist nicht mehr da. Ja? du warst ja ganz reich mit deinem Job. Oder nicht? Du warst doch schon viel reicher. Kann sie nicht verstehen. Schade. Besser? Doch Hallo. schlechter. Die Frage, die du stellst, habe ich doch mal beantwortet, Kleines. Das wollte ich dir damit sagen. Du kaust immer und immer wieder dieselbe materialistische Scheiße hoch. Dann bin ich so doof. Na, zu doof, nicht zu unreif. Da kann ich jetzt dann tausendmal sagen, wenn du hier einen Säugling hast, der in die Windeln macht, als Trockennasenäffchen, dieser Trockennasenaffe ist weder doof, noch ist er dumm, er ist nur unreif. Der macht auch nichts verkehrt. Genauso ist er geschwätziges Kind, das an Löcher in den Bauch fragt, wie man so schön sagt. Löcher über Sachen, die eigentlich offensichtlich sind. Das ist gerade bei Holofeeling. Ich spreche laufend von offensichtlichen Sachen. Frag dich lieber, was ist da in mir drin, dass das nicht wahrhaben wollt. Das ist der Zweite, der du selbst bist. Das ist dein Ego. Unsere ersten Gespräche hier und jetzt ausgedacht, Matten mit einem Philosophen, wo du sagst, der bla bla bla. Es ist immer wieder, man will sich permanent an irgendeine Figur, wo man irgendwas gelesen hat, festhalten. Man postuliert permanent Gedanken, die man sich ausdenkt und glaubt, die sind mächtig und gescheiter wie man selbst. Scheiße. Bin da, mich klein zu machen. Nochmal, ein Denker ist immer mächtiger wie etwas, was er sich ausdenkt. Und du Ja, aber denkst dir dann jetzt den Udo aus. Das heißt, du bist tausendmal mächtiger wie der ausgedachte Udo, weil dieser ausgedachte Udo letztendlich für dich so sein wird, wie du das definierst. Definierst du mich jetzt als doll, als ich nenne es göttlich, dann bin ich für dich das. Und wenn du mich als einen totalen Schmetz und einen Arschloch definierst, dann bin ich das für dich. Ich will mich nicht dagegen wehren. Aber ich bin ja nicht mächtig, wenn ich jetzt kündige und dann die gleiche Scheiße wieder vorgesetzt kriege. Wo ist da Das ist meine Macht? richtig, weil du nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Mach das mit Demut. Es ist immer wieder, du musst keine missionieren, die spielt es, ich spiel mir auf der geistigen Ebene. Der Rest ist maßgeschneidert. Jeder Moment, den ich in dir auftauchen lasse, ist perfekt. Ob du Totengräber bist oder ob du sonst was magst. Du kannst nur beobachten, wie du darauf reagierst, ob du es gern magst, ob du es mit Liebe magst, mit Hingabe magst. Und wenn du, nochmal, wenn du in meinem göttlichen Schöpfungskörper eine Darmzote bist, dann lerne Scheiße zu fressen, solange bis dir es schmeckt. Ach Gott. Und dann bist du irgendwann, habe ich früher immer wieder gesagt, zu einem Appendix befördert, zu einem Blinddarm befördert. Und wenn du dann nochmal, die Darmzote wird zum Blinddarm und den befördere ich zum Arschloch. Und dann hast du schon richtig was zu sagen. Alles klar. Das ist es. Demut. Es ist nicht geschwätzt, wenn ich sage, du hast keine Vorstellung, wie klein ich mich jetzt mache, dass ich als Brösel-Udo-Figur in einen Traum in Erscheinung trete. Und Wunder wirst du nur erleben, wenn du Wunder zulässt. Die ganzen Vorträge, der Weißenburg-Vortrag ist voller Wunder mit normaler materialistischer Logik gesehen. Ich reiß Sachen nur an. Und ich bin jederzeit bereit, ins Detail zu gehen, was zeitlich die Aufnahme, das ist immer wieder dasselbe Problem, dass hier ein Riesengemisch ist. Und du kannst jetzt die Glieder, was viele da überhaupt nicht wissen, da ist vom Professor bis zur kleinen Hausfrau, sogar Daniela habe ich mit reinsetzen lassen. Was also die unterste Ebene von Bewusstwerdung ist, sonst wird sie ja nicht laufend auftauchen. Die mischt derzeit den ganzen Fett auf. Das Deoni, das geöffnete Ich. Jetzt lassen wir es gut sein. Vielen Dank. Für was? Dieses Gespräch. Was soll ich jetzt Mit mich machen? selber. Dass du mein Leben leben musst? Du bedankst dich dafür, dass ich jetzt Totengräber spielen darf? Ist doch Es ist wie abwechslungs. eine Handpuppe, es ist wie eine Handpuppe, es ist alles so interessant. Aber du wirst jetzt merken, muss ich noch kurz anführen, ich habe so viele Ärzte, die kommen, die Holofeeling sich beschäftigen und da wollen sie das in der Praxis einfließen lassen. Die haben alle resigniert. Die Brösel, die zum Arzt gehen, die wollen überhaupt nicht wissen, wie sie funktionieren. Die wollen, dass er sie krank schreibt und dass sie ein Medikament kriegen, das sie gesund macht. Dass sie das selber machen müssen und dass du der nächste Schritt ist, dass das Ziel gar nicht die Gesundheit ist, weil auf die Gesundheit folgt wieder die Krankheit und dann folgt wieder die Gesundheit, so wie auf Helldunkel folgt, auf dieser unteren irdischen Ebene. Du bist über den Jordan gegangen, irdisch geworden. Da ist man verschieden.
Die sind verschieden, es sind Tote, lass die Toten ihre Toten begraben. So viele Totengeister in deinem Traum. Das sind meine Worte. Geist ist unsterblich. Und deine Gedankenüberlebende, die sind schon weg. Wenn du jetzt zum Beispiel hier, du denkst an deine Söhne, okay? Wenn du die möglichst lange am Leben erhalten willst, dann darfst du an nichts mehr anders denken. In dem Moment, wo du an was anders denkst, fallen die nämlich schon wieder in dich rein. Und ich sag dir, wenn die in dir drin sind, dann geht's ihnen super gut. Wenn du sie dir ausdenkst, geht sie nur so, wie du sie dir ausdenkst. Das wiederum kannst du dir nicht aussuchen, weil du ein träumender Geist bist, der natürlich jetzt auch was Ausgedachtes ist. Genau genommen bist du der, der sich jetzt selbst, wenn du das verstehst, als träumenden Geist setzt, um diese Hierarchie zu verstehen. Und du fangst jetzt nicht nochmal an, du hast Selbstgespräche ohne Ende. Und es ist interessant, das sind Leute, jetzt mache ich ein Zeitfenster, hier in dem Weißenburger Saal oder in Ellingen oder in Bleinfeld, ich nenne es immer Manhattan-Kern, das Holo-Feeling dreht sich eigentlich bloß um 100. Das sind jetzt ein bisschen mehr, 180, das wächst jetzt, aber ich spreche immer von dem symbolischen Geschichte von den 100 Affen. Diese 100 Affen, die sind voriges Jahr durchbrochen worden. Das heißt, wenn du Tausende von Klicks hast, manchmal auf was ja nichts ist im Vergleich zu Bibifax, ist doch die Qualität von irgendeinem Beitrag, zeigt sich doch nicht durch Einschaltquoten oder durch Klicks. Ganz im Gegenteil. Presst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht irren. Geh mal davon aus, wenn du hier irgendein Video hast mit 1 Milliarde Klicks oder mit Millionen Klicks, dass das total seichte Kinderkacke ist. Weil hochwertiges versteht die Masse sowieso nicht. Und was ich jetzt mit hohem Feeling mache, dass ich den höchsten Stand, das hochwertigste, runterrationalisiere, dass jedes 13-jährige Kind das verstehen kann. Die ganzen Probleme der Philosophie kann ich an 13-Jährigen erklären. Die ganzen Fehler, die Trugschlüsse der Physik, nur in 8. Band lesen und zwar ohne Vorurteile, dann wirst du feststellen, dass der Einstein eigentlich mit seiner Relativitätstheorie schon in einer Formel beweist, dass da außen gar keine Welt sein kann. Man muss die bloß richtig lesen. Jetzt anfangen in die Physikbücher, in die Formeln, hebräische Zeichen, die Zahlenwerte einzusetzen und ich fange damit zum Rechnen an. Und ich zeige dir alle physikalischen Naturkonstanten in der Bibel absolut präzise, genau. Wiedergegeben, den kompletten Aufbau des Mendeleischen Periodensystems. Alles in Zahlen nachrechenbar. Du kennst, ich habe das schon gesagt. Dann raubt dir das den Atem als Mensch und du wirst sprachlos. Die hier mittlerweile das längere Zeit studieren, die sagen, es gibt nur ein Wort dafür, das ist göttlich. Und jetzt nicht in dieser materialistischen, niederträchtigen Auslegung von Gott. Ich habe am Anfang gesagt, wenn du bloß in einem Gespräch bei vernünftigen Menschen in Anführungszeichen das Wort Gott in den Mund nimmst, wirst du nochmal für voll genommen. Außer du bist bei irgendwelchen religiösen Spinner, die sowieso, oder esoterischen Spinnern, die dann alle an diesem Materialismus hängen, wenn sie dir was erklären, überall schwebt das materialistische Weltbild. Zeig mir einen, der sagt, ich wurde nicht von einem Trockennasen auf dem Weibchen geboren. In der Vergangenheit. Das ist der erste große Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Jetzt lass mal's gut sein. Okay. Sonst echauffiere ich mich schon wieder so und muss mich in Rage reden. Gut. Tschüss. Halt dann fest, es läuft alles nach Plan. Beobachte dich in deiner Rolle, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Und mach dir ganz einfach bewusst, wie du auf die Reizauslöser reagierst und wie du dich das fortspinnst, wie du das definierst, wie du das wertest. Mit Holo-Feeling interessiere dich nur noch, was jetzt ist und wie die Sachen interagieren. Es ist nie mehr die Frage, was richtig oder verkehrt ist. Es stellt sich ja nicht die Frage, ob ich das tun soll oder nicht tun soll, Danny. Soll ich ihn kündigen oder nicht kündigen? Du sollst der werden, der beobachtet, was die Danny macht und warum sie das macht. Wenn sie kündigt, mach dir bewusst, warum sie kündigt. Wenn sie nicht kündigt, mach dir bewusst, warum sie nicht kündigt. Und schau, was sie macht und was er sich mit ihrer Handlung einhandelt. Das ist der Sinn. So beginnt Meditation im Alltag. Nicht, wenn man sich hinsetzt, ein Räucherstäbchen anzündet und 2 Stunden umschreit. Weißt du, dass deine persönlichen Probleme den lieben Gott am Arsch vorbeigehen, Dani? Weil das Bibifax-Probleme sind. Kindergartenprobleme. Das ist, schlaflose Nächte hat, weil es die Sandschaufel nicht kriegt oder sonst was. Menschenleben, was sind Menschenleben? Das sind Gedanken, was sind die Menschen, wenn du sie nicht denkst? Schon dieses Angst machen, wenn die von Menschenleben reden, von Zukunft reden.
Das ist, was in der momentanen Politik die Kunst. Solange ich materialistisch denke, was die zurzeit machen in der Politik, ist dann so ein Himmelschreien die Ungerechtigkeit. Innerhalb dieser Logik, wohlgemerkt, ich betone dieser fehlerhaften Logik. Schon definiert der Naturwissenschaft, dass du dich auf einer Erdkugel mit begrenzten Ressourcen und all dem ganzen Zeug, das ist eine Definition, eine Vorstellung von Welt, befindest. Und die einzige Lösung ist, wir müssen noch mehr konsumieren. Dass das ganze Zeug, all das in Lügen, in einer Herstellung, dass sie dir irgendeinen neuen Scheiß verkaufen können, der schnell kaputt geht, dann rechnen sie dir vor, wenn du einen neuen Kühlschrank oder was kaufst oder Auto jetzt mit Elektro, dass das besser ist, dass rein die Energie in diesem System, wenn man es genau anschaut, um das Blech zu schmelzen, das Eisen, das Stahl zu schmelzen, die Bleche zu schmelzen, hier viel, viel mehr Energie verbraucht, wie das Auto du einsparen kannst, wenn du Elektroauto kaufen willst. Und all das Zeug, das jede, nochmal die Welle, alles, was du glaubst, was du gut machst, reißt auf der anderen Seite einen Fehler auf, den keiner bewusst ist. Bis zum bitteren Ende. Und ich sag dir jetzt was. Der du jetzt zu sein glaubst, hat null Überlebenschance. Du wirst sterben, ob du willst oder nicht. Okay. Das ist jetzt keine Drohung, das ist dein eigener Glaube. Du bist ja ein sterbliche Säugetier, du bist ein Trockennasenaffe. Bist du das wirklich? Hören mich jetzt Ohren sprechen? Hört mir ein Gehirn zu? Hast du jetzt nicht die ganze Zeit mich gehört, ohne dass Ohren und ein Gehirn da waren? Außer du, dein Glaube ist so tief, dass es natürlich trotzdem da ist, auch wenn du nicht dran denkst. Dann bist du des Lebens, des ewigen Lebens nicht würdig. Punkt. Das war meine Abschlussworte. Es ist wie mit den Samenpfädchen, die männlichen Samenpfädchen, die nicht nach dem Ei suchen. Die leben 3 bis 4 Tage und dann ist es aus. Innerhalb dieser Metapher. Jeder Trockennasenaffe, der nicht nach dem Ei, AI sucht, nach dem Schöpfergott in sich selber sucht, der lebt 80, 90 Jahre und dann ist es aus. Du musst das Ei, das du selbst bist, diesen Schöpfergott, der in dir drin ist, der du selbst bist, den musst du suchen und ich helfe dir ein bisschen dabei. Von außen nach innen muss führen, der Weg, mein Menschensohn, ist dabei ein hilfreicher Stich. Ich bin wirklich dann mit der Aussage, dass ich ewig bin, ob ich will Du oder nicht. bist ewig, ob du willst oder nicht. Du wirst auf alle Ewigkeit immer wieder Danny wiederholen, immer wieder sterben, als alte Frau wieder aufwachen und dieselbe Scheiße nochmal durchgehen, jetzt zeitlich als Beispiel. Und zwar so lange, bis du anfängst, geistreicher zu denken. Okay, jetzt lassen wir es Gut. gut sein. Schönes Selbstgespräch. Bis gleich, Danke. sagt der Meister. Tschüss. Tschüss. Danke.